doop doopy doop doop. Doop 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 doop. Klappe! Entschuldigung, hallo? I'm back. Was geht? Scheiß Internet. Junge. Egal. Da machst du nix. Da machst du nix. Hallo, könnt ihr mich hören? Unreach, dankeschön für den Prime 25. Monat. Gönn dir ein Tinkepäckchen und Sneaky Cute, danke schön für den Wisdom 18. Juhu! Und Shutdown, danke für den Prime 18. Bis Dönerstag habe ich das wahrscheinlich hoffentlich behoben. Weil das pisst mich ein bisschen an, muss ich echt zugeben. Nee, aber weißt du, was ich kurz mache, Alter? Meine Schwester wird mich wahrscheinlich jetzt gleich anschreien, aber ich werde kurz mal eben das WLAN deaktivieren. Ah, jetzt kann ich das gar nicht testen, blöd, brauche ich nicht. Weil jetzt habe ich auf 3000 KP eingestellt. Jetzt sollten keine Ruckler mehr kommen. Keine ausgelassenen Frames. Was ist hier los, Alter? Aufmachen, wo man schwimmen kann und Badehosen und... Ach Mann, so... Warum musst du mich denn so erschrecken? Tag, Tom! Hallo! Swinker. Was denn? Ja, also mit so einem hatten wir geredet. Ja, okay. Ja, und gegessen natürlich. Weil hier gibt es bestes Essen von Honey, wo überall ist. Ja, das Honey stimmt. Hi. Kannst du mal kurz zu mir kommen, bitte? Ja. Oh, hallo, hallo. Hey. Wir sind doch nur vier. Einer ist doch hier noch frei. Hört dich was draußen. Ein Autogramm. Ich kann schnell zwei besorgen. Einen Moment. Uiuiui. Oh Mann, oh Mann. Was ist denn jetzt hier los, ja, Alter? Gib ich dir was umsonst? Ja, weiß nicht. Das ach, Püppchen, ne? Ist 22 Uhr. Ja, ja, ey, Tommy. Ja. Hallo. Oh, Tommy ist auch da. Ja, also, ne? Ja. Ich brauch keine Actionfigur. Ja, auch nicht. Ja, ich will auch keine Actionfigur. Nö, ich auch nicht. Ja, das sind doch schon viele. Ja. Upsi. Oh, oh. Was machen? Was ist hier los, Alter? Oh, boah. 200 Millionen Leute, Alter. Einfach Steve Urkel, sein Vater, Alter. Guck ihn dir an, Mann. Ja, du das ist gemacht. Danke. Verrückt, man bist jetzt siehst du aus wie ein Managa, Alter. Jetzt bin ich wenn du jetzt noch dicke Goldkette hast, passt perfekt zu der Uhr, ne? Aber kostet leider eine halbe Million. Boah. Vielleicht kannst du den Jonathan vom Kiez anrufen und fragen, ob der dir seine ausleiht. Meinst du, macht das? Boah, diese dicke, fette Goldkette mit dem Kreuzding, Junge. Oh! Oh.
Alter, den habe ich kaputt. Heimatland. Ey! Rechtsanwalt, machen Sie sich ran. Hast du gerade meinen Künstler angefahren? Was ist los, du bekiffen? Mach halt. Okay, weitermachen, Chef. Ich hab ausgeschlafen, alle Dios. Ja, wie spät ist das? Ist ja erst 22 Uhr. Weißt du, was fällt denn? Du brauchst die Kette, Alter. Diese Kreuzkette, diese ganz lange, weißt du? Die Iced Out. Das verkaufen aber, glaube ich, nur die Dings da. Die Yardies haben für die einen Schmucktransporter begleitet hier. Irgendwelche Rucker. Ich habe keine Nummer von einem von den Yardies. Aber 500.000, Junge, das ist... Soll ich dir klar machen? Da muss ich noch paar Dings verkaufen. Ja, die Yardies haben, glaube ich, keine. Doch, die Yardies hatten einen, haben aber den Jandy verkauft vom Kiez. Ach so, ja. Das wild, Mann. Aber die... Die Iced Out Kette, die mit der längeren Kette. Ja, da musst du den Beatty fangen, der hat eine. Nee, nicht so, die mit dem Teufel. Die mit dem Teufel hatte ich auch schon mal. Na, warte, ich muss kurz ins Süppchen lächeln. Wo steht mir das Hemd, ne? Boah, Playboy bin ich. Ich zieh das auch die Tage irgendwann an. Auch so ein auf Chick. Wirst du sehen. Guck mal meine Schuhe an. Ja. Tempelflitzer. Sind die Vereinsschuhe von Barfuß Jerusalem. Ja, so sieht's aus. Man merkt kaum, dass ich kein Geld auf Konto habe. Ne? Nee. Wenn du aus der Tasche deines Bruders lebst, anstatt selber mal arbeiten zu gehen. Junge, du beim Cody verdienst du, glaube ich, 10.000 die Stunde, Alter, und du stehst den ganzen Tag rum. Nee, 8.000. Ja, na und, reicht doch. Ja, ich wollte ja bei Kickaway helfen, aber jetzt habe ich mir. Ja, was meinst du mit helfen? Du meinst daneben stehen und gut aussehen, ne? Nö. Na komm. Was machst du denn? Was machst du denn? Hä? Ich hätte im Laden verkauft. Ich hab gesagt, ich hab Aufgabe gesagt, was ich machen soll. Du, ja. Wenn du jetzt nein sagst, dann bist du ein Lügner. Geh nix, warst du da. Geh nix. Darf ja eh nicht mitmachen. Aber jetzt habe ich mein eigenes Label. Ich bin CEO, Mann. Ja, kümmerst dich nicht drum. Deine Künstlerin verteilt gerade Autogrammkarten. Du weißt wahrscheinlich nicht mal, dass die Autogrammkarten hat. Doch, und weiß ich. Zwei ihrer CDs gepresst. Ich hab eine. Und ich hab sogar CDs dabei. Ja, warum kümmerst du dich, dich darum, dass die an den Mann kommen? Warum führst du keine Businessgespräche? Der Frank hat mir letztes Mal auch gesagt, dass der immer noch bei dir auch Künstler wird, ne? Ist der? Ja. Ist der ja, Künstler bei mir? Ne, der will aber, glaube ich, werden. Ja, kann man ja alles machen. Ja, klar. Und wer hat das jetzt geklärt? Wer hat sich mit den Leuten in Verbindung gesetzt? Du? Und du nicht. Also bin ich hier der Managau, nicht du. Nein, also gib mir eine verfickte Hemd, Junge. Junge, nimm mir nicht immer meine Sachen weg, okay? Ja, dann kümmere dich selber um deinen Scheiß. Mach doch mal was aus dem, was du dir vorstellst und deine Wünsche. Ja, gib die Nummer mal her von dem. Ach, du hast nicht mal die Nummer von dem. Doch, habe ich. Ja, der Telefon aus. So, was soll ich machen? Ja, der ist wahrscheinlich am Schlafen. Da schläft er jetzt auch. Ja klar, der ist alt. Ja, Businessgespräche müssen hier geführt werden. Ist auch so ein Businessgespräch. Immerhin habe ich den Pins unter Vertrag. Wow. Und wo ist dein Künstler? Ja, das weiß ich nicht. Ja, siehst du? Top. Ja, der könnte im Krankenhaus liegen und schwer verletzt sein. Und du kümmerst dich nicht um den. Solange der Songs abliefert, warum holst du nicht mal Aufträge für den ran? Am Mittwoch ist hier, guck mal, U-Life, Junge. Am Mittwoch ist hier Open Box Event. In der Halle. Warum holst du nicht den Pinsel ran? Der soll einen Auftritt machen. Der hat doch jetzt schon einen Track released. Ja, das kann man machen. Ja, das kann man machen. Ja, warte. Das liegt nicht an mir. Ich muss mit dem Pinsel reden. Und dann klar liegt das an dir. Wusstest du überhaupt, dass der schon Track recorded hat in dem Buch? Ja, das wusste ich. Das hat er mir gezeigt. Und warum gehst du nicht jetzt zu Cody und sagst, hey, ihr habt ein Event am Mittwoch? Kann da einer meiner Künstler auftreten? Für nur 30.000. 15 gibst du den Pinsel, das tust du dir auf Tasche. Ich so, kann dir sagen, warum du das nicht tust. Weil du absolut kein Geschäftsmann bist. Du bist ein Lügner, bist du. Du unterdrückst mich hier. Oder mach jetzt wieder Dungeon, Alter. Gib deine ganzen finanziellen Mittel ab und komm zwei Tage wieder und sag, ich will alles wieder haben. Weißt du, damals, als ich Mafia gespielt habe, hast du mich nicht unterstützt. Als ich Mafia gespielt habe, reizt du. Lass mich ausreden. Und jetzt will ich Labelboss spielen und jetzt machst du mir das auch kaputt. Ne, ich versuche dich ja nur auf den richtigen Weg zu bringen. Du bist der große Bruder, der alles kaputt macht. Ja. Würde ich nicht arbeiten, Alter, würde ich nicht der sein, der ich bin, und dann wärst du schon längst verhungert in deinem Gitterbett. Das stimmt. Der Ding ist die Hütte am Schwitzen. Außerdem hast du heute Morgen vergessen, mich rauszuheben. Ich muss so laut schreien, bis sie wiederkommt. Mila, ist das ein guter Managa oder nicht? Komm schon, Mila, gib mir eine Chance. Ne? Also hat sich wohl ein bisschen im Wald verlaufen zwischendurch mal. Ja, ich war campen, okay, aber... Campen? Gib mir
eine Chance. Guck mal, wie schick ich aussehe. Ja, siehst du da denn? Das ist mein Fanbase. Ich habe mich extra rausgeputzt. Und warum gibst du Autogramme ab? Warum kümmert sich dein Männer gar nicht darum? Autogramme auch ranzuholen? Ja, die Kommunikation zwischen uns fehlt ein bisschen, Mila. Ja, offenbar schon, ja. Deine Kommunikation fehlt, Junge. Nee. Du bist wie ein, das ist, Managa sein ist wie ein Kindergarten, Junge. Du musst auf deine Künstler aufpassen. Ich hab die Mila letztens angerufen, gefragt, ja, wie sieht's aus mit dem Businessgespräch? Der meinte so, boah, halt's Maul, jetzt nicht, und hat aufgelegt. Was soll ich da machen? Ja, in Augustein, die suchen, Alter, und der mit Vertragsbruch drohen und die verklagen. Pass mal auf, boah. Ich musste heute sogar einen Auftritt entgegennehmen, eine Anfrage. Ja. Wer hat dann angefragt? Der Biggie für sein Freund. Ja, und wie viel hat er geboten dafür? Ich habe gesagt, für einen Kumpel mache ich 10.000. Ja, das ist alte Preise. Ja, 10.000 für einen Auftritt auf einer Geburtstagsfeier. Ja, du hast dich halt, ich bin ehrlich, du bist 17 Mal Platin gegangen. Hier in Dings Amerika, in San Andreas. Ich würde mehr nehmen. Und 75 Mal Platin in Europa. Du hast dich unter Wert verkauft. 50.000 locker nehmen für einen Auftritt. Aber der ist Freund. Ich mach das. Wo ist der? Du hast dich einfach unter Wert verkauft. Nö. Wutschan ist schon, der ist schon verhandelt worden. Ja, selber schuld. Na, wo war mein Baby? Dann 50.000, wenn du den abstichst. Wo war der Managa, Junge? Und jetzt wird es sogar noch im Minus gehen, um den abzustechen. Dann verlierst du sogar noch den Auftrag. Du verlierst nicht nur 50.000, sondern 60.000, weil die 10.000 auch nicht kriegst, du Idiot. Da draußen in der Welt sind so viele Managa. Ich wäre einfach einen neuen zu bekommen. Ich war im Wald campen, okay, aber jetzt... Warte, lass mich ausreden. Guck mein Hemd, guck meine Uhr, ich bin back in business. Alter, deine Schnauze, das Hemd hab ich dir gerade gekauft, Alter. Das muss doch keiner wissen. Weißt du, ich bin gefragt. Ja, ach, ich glaube, ich verwalte OG Toasty den Pinsel und ja, den Frank. Ja, ist klar, dass du mir wieder mein Spiel kaputt machst, ne? Kaltes, ich muss mit dir reden, komm schnell. Ja, komm, wir führen ein Businessgespräch, während der Managa hier steht und sich mit einem Kiffer unterhält. War klar, dass mein Bruder mir alles Mein Bruder nimmt mir alles weg, macht alles kaputt. Ja. Mein eigener Bruder. Fans, ist okay, klau mir mein Label-Business. Die Fans wollen ein Vita mit Lil Pips. Wer? Aber ich habe meine Rap-Karriere am Nagel gegangen. Ja, ich kann doch nicht mehr so gut spitten. Warum mach einfach ein paar Regeläusche? Seitdem meine Zunge entzündet war und ich den Zungenpiercing rausnehmen musste, kann ich doch nicht mehr so gut spitten. Aber kannst du nicht mehr dieses... Vielleicht reicht das ja schon. Nee, das hat nicht mehr den Flow von damals. Oh. Ich habe eigentlich vorgehabt, Background-Tänzer zu sein. Welcher Fan wollte ein Feature mit Lil Pips? Weiß nicht, von der denn einer. Wenn überhaupt, mache ich nur ein Feature mit dir. Um deine Karriere weiter zu pushen. Ja, ein Vita, du und ich. Ja. Ein Vita. Ein Vita. Ja, und dann noch ein Stück Vita-Käse. Oh, riecht hier voll nach Dings. Altenheim. Nach Ammoniak, ne? Ja, ich hab dir immer noch. Oh mein Gott, Bruder. Was? Ja, ich hab immer noch nicht geantwortet. Ja, ist ja nicht schlimm, aber wie gesagt, das würde mich freuen, wenn du das mal machst, weil dann kann ich das nämlich. So, und dann da, und dann juhu! Kannst du nochmal mit dem Schneider reden, oder? Weswegen? Nummer 10, Podolski, SFC Köln. Kannst du vergessen. Geht nicht? Klar kannst du das importieren, aber für eine Person lohnt sich der Aufwand nicht. Das sind so viele Kosten, die kann keiner tragen. Achso, okay, dann hat sich das erledigt. Und wenn wir ein Stück an Zahl 1 kaufen, am Zoll, die zeigen zum Vogel. Okay. Aber du kannst was kann ich denn Cooles kaufen bei euch? Alles, was du jetzt gerade so siehst, was in der Stadt rumrennt. Oder du wartest bis morgen auf den Katalog. Ja, das habe ich schon, hab heute Mittag den, wie heißt er nochmal, der O'Brien getroffen. Aber ich wollte halt was Exklusives, Spezielles. Ich weiß was. Was denn? Aber das ist auch wieder so ein Einzelstück. Ich glaube, ich hätte gerne so einen roten Hoodie, wo in weißer Schrift Hooligan draufsteht. Opa Willi, es gibt keine Einzelstücke. Ja, ich hab, okay. Für niemanden. Schade. Du kannst, geh zum Gewerbeamt und gründe da den Fan-Club-Verein 1. FC Köln. Cologne Street Fighters, ja. Ja, sowas und mach gemeinnützige Arbeit oder so ein Quatsch und dann kann man über Gewerbesachen reden. Aber ich glaube, der wird den jeder tragen wollen. Ja, FC-Hooligans. Minjek, was sagst du da? Ja, aber dann guck ich, warte, bis der Katalog kommt, dann guck ich mal. Krieg ich denn Rabatt eigentlich, oder? Ja, ich muss ja mal fragen, ich bin doch der Opa.
Ja, aber das Geschäft gehört nicht mehr alleine, ne? Okay. Ja gut, man kann es ja mal versuchen. Aber die Mila sieht voll fesch aus, ne? Schon gesagt. Danke. Ja. Und ich habe den Dings eben gesehen, wie hieß der nochmal? Der hat einen Spitznamen von mir gekriegt. Der heißt jetzt BA. Der Jan. Ach so. Boah, der hat eine dicke Goldkette an, ne? Ja, eine? Ist eine halbe Million wert. Oh, okay. Aber der hatte nicht nur einen an, glaube ich. Das sah ja, aus wie... zwei Stück hat der oder so. Ja. War schon ganz schön viel Gold, ne? Naja, okay. Guten Tag. Hi. Na? Das ist der noch Managa von OG Toasty, der sich nicht um seine Künstler kümmert. Weiterhin bleibende Managa. Ich hab was Cooles gesehen. Was denn? Ja, von der Mila hat der Ronny mir gezeigt. Ein Autogramm. Mhm. Achso, ja. Entteilung. Ja, Mila, gib dem Opa Willi doch auch mal zwei, drei Stück, damit er die verteilen kann. Der Opa Willi supportet wenigstens deine Musik und deine Kunst. Nicht so wie dein Managa. Güffi, du kriegst so lange Schüsse von mir, bis du endlich auf eigenen Beinen stehst und mal was wirklich Produktives machst. Ich schwör's dir, das tut zwar nicht weh, aber ich trete gegen deinen Schienbein. Kennst du diese Stelle von Deadpool, wo dem die Füße weggeschossen werden und die nachwachsen und der hat so kleine Babyfüße mit einem erwachsenen Körper? Das bist du. Das bist du. Geil. Ja, das fühle ich gerade. Hast du gehört, dass ich kann meine Handyrechnung nicht bezahlen? Könntest du vielleicht aushelfen? Halt deine scheiß Schnauze, Alter. Komm schon, Mann, ich muss telefonieren können. Halt's Maul, Junge, gib mir Telefonzelle. Gib mir noch zwei Jahre, dann schaffe ich den Durchbruch, Mann. Zwei Jahre, noch mehr brauche ich nicht. Hier, bitteschön, aber Vorsicht, die sind essbar und ablaufbar. Okay, cool, danke. Bitte. Oh, die verteile ich auf jeden Fall. Mir selbst gebacken, um Produktionskosten zu sparen. Ja. Ist cool. Naja, gut. Ich geh mal Hallo, wieder rüber, ihr Lieben, ne? Zimmer. Denk an mich, Curtis. Hab dich lieb. Mila dich auch. Euch auch so ein bisschen. Außer ihn mit den kleinen Füßen. Ja, man will den Räumer die Joints verkauft man einfach nicht so. Ja, gut, das stimmt dann schon. Aber du verkaufst mich schon so. Ja, aber klar, ne? Kaum ist man nicht Curtis, dann ist okay. Ja, uns verbindet eine tiefe, innige SFC Köln-Freundschaft. Ja. Auf jeden Fall. Nicht? Deshalb trage ich ja rot-weiß. Richtig. Ist das dieses Bier da oder was ist das? Da habe ich jetzt kein Zweifel. Kennst du nicht den ersten FC Köln-Tanzverein? Ja. Das Step der Bär, Junge. Nee, die Ziege steppt da. Achso. Was Ding? Aber freut mich, dass es gerade hier so voll ist, wenn Cody läuft. Hört sich gerne. Ist der Cody-Bob da? Nee, da drin ist ein Roboter, der Burger brät. Ist, Cody da drin neue Technologie gesehen. Ist der Burgerbrater 2.0, Cody. Komm mir nicht so blöd, du der Arsch. Der Gerät heißt ja auch in Fachkreisen. Für den Güffi existiert doch keine Luft, weil er die nicht sehen kann. Ich geh gleich wieder nach Hause. Ich geh mal wieder so zu dir wieder. Nimm doch einfach mal deinen Job in der Hand, Alter, und mach was für deine Künstler. Ja, ich kümmere mich Ruf doch mal deinen hier den Pinsel an. Ja, hab ich, der geht nicht ran. Ja. Ja. Mainboard. Was? Nix. Wie, der geht nicht ran? Ja, der ist nicht rangegangen. Ja, dann fahr doch mal zu dem nach Hause und tu den Brief. Ich weiß doch gar nicht, wo der wohnt. Ah, steht das nicht im Künstlervertrag? Die Anschrift von dem? Hä? Ich hab den Vertrag auf eine Silvette geschrieben, was denkst du denn? Ja, dann merkst du, wie professionell du bist. Daraus kann er einfach nichts hören. Weißt du, und du hast Träume von einem eigenen Tonstudio, einem eigenen Booth, Junge. Weißt du? Okay, nimm mir mein Label. Booth No Pixel, so. Ja, ja. Dann sind deine Träume, wie willst du die erreichen? Indem mein Bruder Klamotten verkauft. Das glaubst auch nur du. Ja. Die 50 Millionen, die wir erarbeitet haben, dann mach ich mir ein schönes Leben. Mr. Da kriegt Mila erstmal eine Brustverkleinerung, weil die hat nämlich Rückenschmerzen. Ja. Ja. Nach Jamaika, dort wo das Hanf blüht. Ja. Und das Fett darin wird nicht verschwendet. Die Rückenschmerzen kommt, weil die das ganze Rap-Game auf dem Rücken tragen muss. Weil sie einfach die beste Rapperin in der Stadt ist. Ja. Und hast du dich gekümmert darum, dass die Security macht oder kümmere ich mich heute darum, dass die Security hat? Ich natürlich. Du gehst nicht zum PD. Ich dachte, Junkie Park reicht als Security, der Name. Nee, das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Der Bademeister, der ist in Rente. Und der Fini gar nicht, der hat den Unfall, der hat nur einen Finger. Das war genau der Finger, der hat nur noch einen Finger. Der hat die Knarre jetzt in der linken und eine Schnur am Trigger. Und da muss der immer so die Schnur nach hinten ziehen mit dem einen Finger. Der trifft nichts mehr, Junge. Der eine hat ein Schielauge, Mann. Der guckt sich so ein Kamin von links nach rechts, Mann. Und der Dungeon kann durch die Rauchwolke wegen seinem Joint nix sehen.
Ja, auch. Ja. Der Dungeon kann mittlerweile Farm schmecken. Hab direkt Dingens hier, wie heißt das? Hier, chronischen Husten, genau. Ja. Mila, ich mach den Auftritt klar. Ja. Ach ja. Wo denn? Ja. Beim Kiez-Ding. Du zückst ja nicht mal dein Handy und guckst, welche Events als nächstes da sind. Um ich dich damit in Verbindung zu setzen und zu fragen, ob die einen Auftritt von OG Toasty haben will. Hab ich doch. Deswegen bin ich doch hergekommen, weil ich das mit OG Toasty hier besprechen wollte. Ja, dann besprech mal. Ja, aber am besten unter vier Augen. Ja, damit er die schöne beim Tisch ziehen kann. Nein, kann ich auch hier machen. Da ist doch... Achso, du kannst ja hier über den Tisch ziehen, ja, dann hau das mal raus. Das ist doch diese Kiez Hip Hop Night. Da kannst du doch auftreten, dann mach ich dir klar. Passt doch Hip Hop. Ja, dann mach mal. Jo. Lass mich raten, du hast doch nicht mal gefragt bei Kiez, oder? Was? Warum hab ich dir gesagt, jetzt eine Nummer. Da ist einer vom Kiez, den rufst du an und fragst, ob die einen Auftritt von OG Toasty haben wollen bei ihrer. Wann ist denn der Auftritt? Wann ist die Party? Am 11.06. Was für ein Tag ist das? Boah. Freitag, glaube ich. Junge, der will mich verarschen, Alter, ne? Das ist die Woche Freitag, ja. Ja. Ja, und dann guckst du erstmal, hat deine Künstlerin am Freitag schon was zu tun? Vielleicht irgendwie ehrenamtlich irgendwo arbeiten? In der Suppenküche oder so? Mila, bist du wieder Hundebabys retten am Freitag? Boah. Nee, aber ich glaub, Waisenkinder füttern. aber auch nur von aber egal, du kannst ja für 10 bis 13 Uhr. Du kannst ja für das nächste Event nachfragen. Ruf mal an hier, dreimal die 5. Warte. Da will ich jetzt aber ein richtiges Businessgespräch mal von dir hören. 5. Ja. Dreimal die 4. Preise ausmachen und. Dreimal die 4. Ja. Ja. 2810. Sagt sie, ist Manager Griffy von OG Toasty. Du hast gesehen, die haben coole Hip-Hop-Events im Kiez-Club. Da wolltest du mal nachfragen, ob die Interesse... Warum muss ich dir denn eigentlich vordiktieren? Ja, frage ich mich auch. Ja, dann okay, dann aber Preise bespricht man nicht am Telefon, Mila. Klar klärt man das über Videocall oder Telefon. Irgendwie. Ja, aber wir können auch da hinfahren, wenn die Interesse haben. Das ist ein Clubbesitzer, der hat was zu tun, Mann. Der poppt die Dings gerade, die Bottles. Oder gerade Geiselnahme. Aber... Nee, Sonntag ist der hat keine bei. Zeit dafür. Oh, da geht keiner ran. Ah, genau. Ruf an, da geht keiner ran. Wahrscheinlich haben die deine Nummer auf der Blacklist. Ist okay. Ich geb dir noch Dingszeit und danach klär ich das. Weil mein Imperium wächst hier nämlich. Boah, da wunderst du dich noch wieso, ne? Wieso? Weil du ein Imperiumstalent bist. Ja, eben. Wollte ich sagen. Eben. Ich habe damals schon das Talent in Mila erkannt. Als sie am Bahnhof saß und gesungen hat und ich den Penny in den Hut geworfen habe. Da wusste ich, die is it. Ist so. Ja. Und dann hat er mich mit nach Hause genommen. Hast du dich denn schon um das OG Toasty Menü gekümmert? Was hier bei Codys verkauft werden soll? Ja, halbwegs schon, ja. Ja, und was habt ihr ausgehandelt? Wie viel Provision kriegst du von jedem Verkaufsmenü? Hälfte. Siehst du, das ist nämlich falsch. Das hat nämlich die Miele auf eigener Faust schon verhandelt. Nee, aber Hälfte ist richtig, hat Cody gesagt. Ach, scheiße, ich wollte aber, nur... Aber, das hab ich dem Güffi gesagt. Denn ich hab das gemacht. Guter Managa. Wild. Fickt euch. Weißt du, Managa müssen wild sein, die müssen fliegen können und so. Die müssen fly sein. Die machen richtige Managa, machen Abbaus und dann lübt das, Junge. Die lassen sich von nichts aufhalten. Du brauchst auf jeden Fall einen Chauffeur, Mann. Die drücken aufs Gaspedal und dann fliegen die. Ja, stimmt, ich brauche einen Chauffeur. Durchsetzungsvermögen. Dann brauchst du einen Job als Chauffeur? Junge, er fragt den größten Drogensüchtigen in der Stadt, ob der einen Job haben will, Alter. Ich weiß nicht, wegen Leuten wie Dungeon wurde Arbeitslosengeld eingeführt, Alter. Weil die nämlich angefangen haben, die Läden zu überfallen, um zu fressen. Stimmt, Alter. Deine Fresse, JT. Ja. Du Kerber. Ich geh jetzt rein, Businessgespräch mit Cody führen. Ja, da will ich mal gern, da will ich mal gern zuhören, da geh mal mit. Komm, du musst da mit als Künstlerin. Auf jeden Fall. Ja. Junge, der guck, Cody läuft an dem vorbei, guck. Ja. Klub du mal, Fucker, komm. Hä? Was ist denn jetzt los hier? Immer diese Anrufe hier. Action!
Mein Junge. Alles klar. Was war das denn? Dein Pullover ist auch echt wild, ne? Ja, ne? Doch nicht deiner, Mann. Der andere da. Ach, danke, schon, Mann. Ne? Mann. Scheiße, Mann. Ja, da war wild. 1-0. Boah, wer kämpft? Was ist los? Wer ist Mutter also, beleidigt? Keine Ahnung, das ist Snuppel wohl. Scheiße, ich wette, geht um Route. Oh, Route. Wo sind die Cops, Junge? Da, perfekt. Oh, Managergespräch. Jetzt bin ich gespannt. Schüchtern, wenn ihr alle hier seid. Schüchtern? Nee, du musst dem Trupp. Als richtiger Mann bleibst du stehen, Junge. Oh. Du musst ein bisschen deine Brust zeigen. Ja, und auf Tisch hauen. So. Setz dich auf den Sessel, Kollege. Nee, stimmt, Cody ist jetzt hier der Chef. 4 gegen 1. Ja. Das geht. Lass dich nicht beirren, wir sind nur Publikum. Wir wollen nur zugucken, wie er seinen Job macht. Okay. Wir sind quasi vom TÜV, wir bewerten den nachher. Richtig. Ja, hast du eine Serviette dabei, Gefi? Ja, warte, irgendwo hier. Ja, hab ich. Okay, ja, erst mal auf den Tisch klettern. Das kommt immer gut. Ja, egal, was du verhandeln willst, die Reinigung vom Tisch geht auf deine Kappe. Dann schon bezahlt. Ja, als ob dann du hat keine Kohlen. Boah, ich schwör sogar, der hat Kohlen. Siehst du selbst, Junge, der Tisch ist aus Einhornleder, ne? Ja. Ja. Quadratmeter 70 Euro. Währungsumrechnung Euro. Noch in Dollar, ne? Der bin ich denn? Und der Dollar ist momentan höher als der Euro. Mila hat ja mit dir schon mal was besprochen wegen dem Menü, ne? Ja. Ne? Ja. Geh raus. Hast du schon mal sicheres Auftreten geübt? Soll ich dir einen Kurs abnehmen oder so? Also, sicheres Auftreten ist bei dem, wenn der Fahrradhelm anhat, wenn er rausgeht. Mr. Cody. Mr. Goofy? Ja. Ich kann das nicht, wenn der mir zuguckt, ne? Ich kann so nicht arbeiten. Ich guck nicht zu. Ich mach auch nee, ich du kann musst nicht. Kass sein als Mann, Alter. Ich kann nicht reiß arbeiten. Ich Jakob, kann... Kusch, jetzt reiß dich zusammen. Ich kann nicht arbeiten, wenn der hier hinter mir sitzt. Du kannst sein, wenn du bei uns arbeitest. Darüber müssen wir auch noch reden. Ich kündige. Ja, erst räumst du deinen Spind leer. Als ob ich die verschimmelten Sandwiches da drin lasse. Ach komm schon. Mach du das bitte. Nein, das kannst du selber machen. Ja, aber dann komme ich nicht so cool rüber. Ja, ja, gucken okay. wir mal. Okay, wegen dem Menüs hatte Mila ja schon mit dir gequatscht. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass sie noch eine Boxveranstaltung macht. Ja, morgen. Habt ihr? Samstag. Ja, Samstag, genau, wollte ich gerade sagen, war ein Test. Oh, das ist das, das ist gar nicht Samstag, oder? Doch, das ist Samstag, der 12. Nein, am Mittwoch stand drin. Achso, am Mittwoch machen wir auch eine, ja. Macht ihr zweimal Boxkämpfe? Ja, Mittwoch freies Training und Samstag Finale vom großen Boxturnier. Achso, okay. Hätte man sich das nur durchgelesen, verdammt. Boah, halt die Klappe, Danjo. Habt ihr für Samstag schon einen Künstler oder einen Auftritt oder sowas? Ja, mich. Ja, Mila habe ich schon mit Mila abgesprochen. Boah, okay. Das ist echt hart, Mila. Du hast mich voll blamiert. Mila wollt ihr einfach, noch einen Auftritt Mila haben? Einfach self-made, Frau Walter. Ich habe noch einen Künstler. Noch einen Künstler? Ja, den Pinsel. Ja, der arbeitet an einem Feature mit Mila und wenn das klappt, dann performt er das am Samstag. Ich weiß einfach mehr wie er. Mila. Ja? Dann wolltest du mir das sagen. Wolltest du dir vielleicht überlegen, ob du deinen Managerjob auf Fieber kündigst und bei Codys arbeitest? Jetzt Maskottchen am besten. Ist mein Job schon belegt oder ist er noch frei? Ich gebe dir eine Minute Überlegzeit, weil ich muss gerade mit dem Flyermann kurz reden. Hey Tom, was geht? Ich gehe nach Hause. Mach Platz, ansonsten trete ich dich vom Stuhl. Bist du durch? Ja. Deshalb steht dem Duden, was Quickie ist. Ja, und no? Gute Definition. Ach, wir machen das schon. Mila, was wolltest du mir das sagen? Ja, also...
Mila, ich mach dir ein Angebot. Ja? Du kriegst $5 mehr, wenn ich das beim nächsten Mal nicht mit Goofy aushandeln muss. Würdest du es lieber mit Curtis aushandeln? Nö, mit dir. Das ist am entspanntesten. Lieber, okay. Aber was soll das denn jetzt hier heißen? Ja. Ich kann dir ja gleich mal den Pachtvertrag kündigen für die Boxhalle. Das Ding ist, ich brauche einen Manager. Sind wir nicht gleichberechtigt mittlerweile? Ne. Oh. Gleichberechtigt. Sag mal, hackt das bei dir? Ich bin nicht Goofy. Och Mann, hätte ja sein können. Ist eine Familie, oder? Wie, du gehörst zu meiner Familie? Nein, Goofy und du sind doch eine Familie, oder nicht? Ja, aber ich bin älter als er. Und ich war gewollt. Hättest ja auch mal nett zu ihm sein können. So ich bin immer, der braucht das, Mann, sonst lernt er das nicht. Ja, der hat gerade sein Hemd ausgezogen und jetzt macht er das, was er gut kann, sich prügeln. Oh. Mit dem Kopf durch die Wand, ja, ja. Ja, Mila, ich habe eine gute Nachricht. Tom ist fertig mit dem Flyer, der kommt her, also beziehungsweise der kommt zum Laden und dann können wir uns den Flyer angucken. Ja, geil. Ja, oder Caro. Wollen wir noch irgendwas aushandeln? Nö, ne? Nö. Was kriegen die am Samstag für den Auftritt? Mila, was kriegst du am Samstag? Was willst du haben? Was nehme ich dafür, Curtis? Was hast du beim letzten Mal bekommen? 15, ne? 15 und mittlerweile hast du gepresste CDs, die man verkaufen kann. Du hast Autogrammkarten, was so geil kein Künstler hat. Wird das schon ein bisschen. Und die Bekanntheit steigt ja auch immer, ne? Hm, durch uns. Und vielleicht akkurierst du ja auch durch euch. Ja, weil wir aufstrebenden KünstlerInnen eine Bühne bieten. Ich würde einfach mal aus Respekt sagen und dafür, dass Mila bei euch die Erste war, beziehungsweise, dass ihr da ein bisschen mitgepusht habt für ihre Dings, für ihren Erfolg, würde ich schon bei 15 noch bleiben. Ja. Machen wir inklusive Verpflegung draus, natürlich. Weil das sonst unfair wäre gegenüber den anderen Künstlern, dass du weniger bekommst als die. Kriegst du 25 und freies Futter. Okay. Ja, perfekt. Weiter, Alter. Easy. Du kannst vielleicht, aber dass der Goofy nicht so traurig ist, vielleicht kannst du den deine CDs verscherbeln lassen. Da musst du nicht selber vor dem Auto stehen. Glaubst du denn nicht wirklich, dass der die verkaufen kann? Der kann sich nicht ja selber mal verkaufen. Der geht eh wieder campen. Ja. Wer ist denn sich hier am Boxen? Ich dachte, das ist Mittwoch. Okay, wir machen. Warum wollte ich einmal boxen eben? Der Giffy, Alter. Oh. Die kam entgegen. Ein Tote! Wer ist tot? Wer ist tot? Da sind Leichen in der Halle. Leichen, sag ich. Nein, die sind bewusstlos. Tote! Tote? Tote! Tote. Komm, wir gehen mal gleich nochmal beim Haus gucken. Ja. So, Mila. Ah, warte, der Flyer, ja, doch, stimmt. Was, Tom? Hi. Wir alle direkt taktisch so einen Kreis machen. Das ist unfassbar gut, Alter. Das ist echt gut, ja. Dann mal her, dann. Giffy, wohin fährst du? Das Leben macht einen Sinn. Mach ja nichts Dummes. Ich fahre jetzt ins Wasser vom Pier runter. Nein, du kommst jetzt in meine doch Ausbildung. Nö. Ich sag das Mama. Wenn du stirbst, krieg ich deine Playstation. Kriegst du nicht. Doch. Nein. Wenn du nicht nach Hause kommst, schlafe ich in dein Gitter. Das würdest du niemals machen. Ich will den Flyer aussehen. Bitte. Auf geht's, auf geht's. Was geht ab, Edel? Mhm. Mila, schick mich. Ja, warte, ich hab noch nicht. Der Tom ist doch kein Bluetooth-Profi. Genau. Ist der Tom denn ein guter Flyer-Maker? Ja, na hoffentlich. Ich glaub wohl. Und schneller auf jeden Fall. Schnell. Du sagst, bis Freitag soll fertig sein. Er kommt am Dienstag. Ui. Und hat Fotoshooting und so gemacht. Vorbildlich. Das stimmt. Und der war pünktlich im Gegensatz zu mir. Mhm. Ach, den Ju, Alter. Ja. Hm? Was sagt er da? Ich riech mal. Oh, schick sich aus. Nee, schick meine mal. Boah, wieso kriegst du das ja vor mir? Hier, Tom, ich entsperre dir das, dass das schneller geht. Danke. Ja, bitte. Ach, den Rest müsst ihr jetzt selber verteilen.
Ui, jetzt dreht sich das Logo da oben fast. Veggie Burger, Mais, Köln, Twink. Achso, das ist dein Menü, ne? Ja. Hast du schon Dungeon oder willst du? Nee, ich hab schon alles gut. Schon ganz geil. Denn du hast da oben ab 13, ab 21 Uhr nur sonntags. Du hast das Ding umgedreht mit Single. Eine Autogrammkarte plus eine Ding Single, eine von euch. Ja. Hm. Begrenzt auf 5 pro Tag. Entheiter da. Sieht schon gut aus. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Ja. Hast du gute Arbeit gemacht? Also ich habe schon Schlechteres gesehen, sag ich das so. Ich sag nur die Menükarte vom Cody, weißt du noch? Ey, die erste hat Giffy gemacht, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Wie hieß er, der das Auto gekriegt hat von mir? Hier, Craig, ne? Stimmt. Ja, Craig war das. Der kam nie wieder. Der kam nie wieder, ne? Der hat Schulden gemacht und hat sich verpisst, Alter. Er ist einfach ausgewandert, Junge. Hast du sie wieder gesehen? Ja, obwohl, man kann ihm nichts Böses sagen, ne? Also Schulden hatte er ja auch. Doch, nicht. Kann man, der stinkt. Und der hat harte Socken. Ich hatte das Auto noch, also die Papiere dafür. Naja, aber. Tinkepäckchen für alle, Chat! Um es mit Milas Worten zu sagen, tight, Alter. Tight, Alter. Voll tight! Ja. Du kannst es immer noch. Bis Freitag ist ja noch Zeit, ne? Kannst du immer noch wirken lassen, je nachdem, wenn du sagst, ich will noch irgendwas anderes haben. Aber was fährt der denn hier so schnell durch den Park? Das ist eine Spielstraße. Ist der irre, oder? Also ich habe eine Überlegung, und zwar, ob der blaue Streifen nicht cooler aussehe, wenn der, weißt du, wenn der das Foto von dem Orangen trennen würde, aber, ach, du bist der Grafikexperte, das sieht auch so gut aus. Ich kam jetzt nicht mit. Dass du das Blaue weghaben wolltest, oder? Nee, dass das Blaue durchgängig, weißt du, das wird ja durchs Foto gekappt, sozusagen. Dass der, so, das Foto dass ein bisschen kleiner ist und dass der blaue Streifen durchgeht, ob das cooler aussehen würde, aber ich glaube, das ist so Pingelei, achtet am Ende eh keiner drauf. Nee, ist gut so, ich will da, also ich lasse nochmal einen Tag wirken und so, aber ich glaube, eigentlich, oder hat noch jemand Verbesserungsvorschläge? Nee, das sieht gut aus. Nein, mein Wort zählt ja eh nicht. Ach komm. Schon mal im Cable Case. Wow. Hey, Unreach, du darfst die ganzen Kappe hier so nicht klauen. Tinkepäckchen, meine ich, sorry. Go crazy, go stupid. Ist einfach voll schönes Auto. Was geht ab, Cousin? Nix, bisschen chillen. Internetprobleme, wie immer. Wann fängst du denn mal wieder bei uns an? Wann machst du mal wieder Maskottchen-Tag? Mein Bauch tut weh. Okay, wir müssen noch eben zum Haus gucken. Gut, gut. Wir haben uns da nämlich ein Haus geholt und da stellt immer irgendeiner sein Auto vor, einfach. Mhm. Ja, dann, holt euch einen Abschlepper und lasst es wegschleppen, wenn ihr es vorkommt recht habt. Ja. Haben wir noch nicht, aber lasst es trotzdem abschleppen. Okay, dann später. Bis später. Dudu. Kommst du mit, Giffy, Dudu? Ja. Klar, warum nicht? Easy, gehen wir was essen, Tom? Oh, heute gar nicht so stressig mit den Klamotten. Nein, ne? Noch Glück. Nicht. Ich hoffe, dass der Bisch ruft den O'Brien nochmal an. Wir müssen nämlich unbedingt Security machen noch. Ich schwör's dir, ne? Ich hatte gerade ne? Ich hab eine Dreiviertelstunde oder so, wo ich wirklich Ruhe hatte mit Telefon. Und jetzt seit 10 Minuten einfach nur dauerhaft am Klingeln wieder. Ja, du vergisst mich halt. Ich weiß echt nicht, was abgemacht. Du hast mich echt vergessen, Alter. Ach, Fischer, ja, ich sag ihm Bescheid. Ich bin nicht mit ihm unterwegs, hat er das Problem dabei. Wie, du bist nicht mit deinem Vater unterwegs? Nee. Ja, meinst du, der hat gerade eine Ruhe Minute? Ach ja, ruf den einfach an. Ich weiß, okay, alles klar, mach ich. Viel Spaß. Du. Du. Ja, die Diskussion wird lustig. Was ist denn das hier? Ja, leg auf, ich fahr Auto. Ach so. Ui. Ey, hier ist ein Motorradclub, ne? Tatsache. Oh, das Tor geht auf. Oh. O'Brien? Seit wann ist der hier? Ja.
$100, ich drehe das Motorrad um. Grim Bastards, das Santos. Dieses Motorrad ja, unter dem Projekt. Ich weiß. Die verkaufen Ketten, habe ich aber schon erzählt. Ich habe gehört, dass die Yadis da einen Schmucktransporter mitbegleitet haben. Hat mir einer der Yadis erzählt. Und dafür haben die eine Kette bekommen von denen und die Kette wurde verkauft an Jan vom Kiez. So eine richtig heftige Goldkette mit einem Kreuz und so. Ja, kostet 500.000, Digga. Boah. Boah. Okay, ja, ich ruf den mal an. Okay, have a good time. Bye, have a beautiful time. Aber erstmal fahren wir nach Hause. Hier könnt ihr übrigens essen, Goofy Dungeon. Beim Kiez. Im Currywurst und sowas. Ich war da vorhin schon mit Jack. Achso. Ich vertrag nicht. Wir haben Essen, wisst ihr? Ja, und trinken, ne? Kennt ihr den, kennt ihr unseren Laden eigentlich schon? Ja. Dungeon, du? Achso, ja, die Kicker wäre hier was. Der war doch gestern da. Ja, weiß ich doch nicht. Der ist unbedeutend, der ist Nonsub. Oh, der! Was sagt er da? Oh, sehe ich schon wieder. Oh, Vorsicht. Verunfallt, verunfallt. Geht's wieder mit Takucha in den Laden rein? Nein, hier passt gerade. Ich war schon drin. Ui, Simon. Dort. Hat wohl jemand die Ausfahrt nicht gekriegt? Ah, ärgerlich. Du, ich hab einen Ohrwurm davon, ne? Aber ich hab noch gar nicht gesungen. Einer von euch. Als du das vor uns erzählt hast mit den Menschen, Lila, ja? Da kam mir direkt wieder diese Halloween-Schau über den Rücken gezogen, ne? Sagst du? Blutbeflecktes Kleid. Damn, ja. Guck da, der Brett. Was zur Hölle bist du? Hier haben wir uns eine schöne Immobilie. Aber sieht gut aus. Habt ihr schon Platz da, wo wir mein Gitterbett hinstellen? Wie du. Das hier euer angedachtes? Ja, hier links. Ja. Sieht ehrlich wild aus, ne? Jo. Das ist Haus gegenüber noch frei? Nee, wahrscheinlich nicht. Kriegst du nicht mal einen Mietvertrag? Die Tür ein, komm, wir gehen mal nach hinten. Ich muss eh kurz mit dem Fisch jetzt durchquatschen. Guck mal, musste ich hier Mauer machen mit der G-Klasse. Das kenne ich irgendwo, ja. Ist echt schön, ne? Ja, hat was. Das Ambiente. Mal schön raus aus dem Ghetto. So gehört sich das auch. Ja, true. Up ins Good Life, Mann. Wir haben es geschafft. Ghetto for life. Genau. Was? Man kriegt dich so aus dem Ghetto raus, aber das Ghetto nicht aus dir oder so. Guck mal, sogar kleine Pool. So. Ui, Memo. Der ist wild. Klar, Küffi, mach dich rein mit deinen Klamotten, das kommt. Gewesen. Leider kein Whirlpool. Ach. Ja, wild. Ja, wasch deine dreckigen Füße. Oh Gott. Küffi war seit 12 Wochen nicht duschen, Mann. Es ist wichtig, dass ich da im Wasser 8 Uhr heimat. Mahlzeit! Salam alaikum, Cousin. Hey, ich will bestellen, ne? Was willst du denn? Ja, ich will das Harry Potter Hotel. Ja, der Potter Sweatshirt. Welche Farbe? Welche haben wir? Oh, eigentlich alles, Alter. Gehen wir gleich mal gucken? Ne, keine Mondshow. Keine? Ne. Boah, warte mal. Gib es die in... Boah. Blau, so grau, blau, ja, so mäßig? Ja, ich gebe blau auch. Ja, okay, ja, dann möchte ich in... Boah, ich will grau, glaub... grau mit weißem Hemd drunter, sieht gut aus. Ja, dann nehmen wir grau, ihr kommt zum Lager runter. 90 nee, war das, ne? Wir sind jetzt noch nicht im Lager, da fahren wir nachher erst hin. Ich sag dir Bescheid dann. Ja, 90 war das, ne? Warte. Mila, was kostet Potter Sweatshirt? Das kostet... Moment. Voll los, das war zum Ding erst. Das kostet 90.000. 90.000 kostet. 90.000, ne? Ja. Sehr okay, gut. Also ja, dann melde ich dann, wenn du ready bist, ne? Okay. Gut. Bis später. Bis später. Ja, schön hier, ne? Ja. So ein bisschen indirekte Beleuchtung noch, so ein... Keine Ahnung, zum Chillen irgendwas. Irgendwann mal so eine Wand hochziehen aus Pflanzen.
Das ist gar kein Ding, du. Ja, wir haben halt immer noch den Grow Room und du hast dich immer noch nicht drum gekümmert. Was? Ja, bin in der Box, sicher, ich, da, ich bin mir sicher, dass ich da schon ein paar Sämchen nehme. Da haben wir vor 4 Monaten gesagt, da wolltest du dich drum kümmern, aber bisher kam da noch nichts. Die noch keine Pflanzen? Nee. Dann muss hast ich du da Töpfe besorgt? Hast du Tröpfchenanlage besorgt? Erde? Nix hast du gemacht. Ach so, ich dachte, das ist schon alles so ready to go so. Nee. Nur noch den Samen reinstecken und let's go. Und dann muss ich noch der muss ja auch erstmal keimen und dann musst du eine Mutterpflanze machen und dann musst du Stecklinge schneiden. Ja, ich glaube, ich habe die falschen gekauft. Du. Ich habe mich damit durchziehen lassen. Ja. Kiffer, der keine Ahnung hat, was der da konsumiert. Ja, ja. Du bist der Richtige. Deshalb haben wir auch die Prohibition, du Idiot. Was sagt er? Wie, was? Hä? Oh, Happy, was? Ich rufe jetzt den Fischer an. Mach das bitte. Schrei. König! What the fuck? Nice rolling, Alter. Ab zu dem Metal Party, oder was? Oh mein Gott. Was Fischer. Los? Ja, was los? Ich habe deinen Sohnemann schon genervt, schon seit 3 Wochen. Bitte weiter. Ja, mach ich auch sowieso. Aber, was ist denn? Ja, wir haben unfassbar viel Stress, aber läuft richtig, richtig gut. Hat er dir schon was gesagt? Nee. Willst du eine Zahl hören? Da bist du bestimmt stolz Scheiß. Auf den. Muss mal kurz rüber. Ui. Wie viel? Also so Einnahmen, die wir bisher gemacht haben? Ja. Ja, wenn ich jetzt aufrunde, 50 Millionen. Boah. Das, ne, und ohne, dass wir den Laden aufhaben, das ist alles vorverkauft. Ohne, also dass wir den Laden aufhaben. Ja. Habt ihr eigentlich schon die coolen hier, wenn ihr eure Produkte verkauft, da gibt's auch so Etiketten drin. Und die richtig guten, hochwertigen Produkte haben noch immer so ein cooles Lederetikettchen drin. Kennst du diese Gummi-Etiketten? Nee, sagt mir gerade gar nichts. Echt nicht? Hast du niemals so richtig geile Markenwaren-T-Shirts gekauft, wo hinten so ein Gummi Etikett an so einem Band dran ist? Nee. Nicht? Nee, ich kauf das dann alles unter der Hand. Dann ist das nur für die Fetten beim Dev-Shop. So ein Gummibund unten dran oder was? Damit man den Bauch nicht sieht? Ja. Ja. Meine Tassen sind immer unten im Schrank. Meine Teller. Nee, was ich fragen wollte hier. Du weißt ja, meine Frau, die ist ja unfassbar Superstar in Los Santos, OG Toasty, ne? Der hat ja auch Autogrammkarten und so. Ja. Und die wird immer berühmter. Und die braucht ja so ein bisschen Schutz. Hat sie schon Haken? Noch nicht, aber wir kümmern uns drum. Wegen Security. Wie viel Angst hattest du vor diesem Telefonat? Nicht so viel. Achso. Ich bin vorbereitet. Ja, gut. Hast du den Fußball bekommen? Ja. Ach, du hast mir den gegeben! Ja, ja. Mann, wegen dem Waffenholster, den dürfen nur Security-Unternehmen tragen. Ja, richtig. Wenn ich das hier offiziell irgendwo mache, weil Codys braucht auch vielleicht manchmal Security, da muss ich ja einen Antrag machen. Muss ich den bei euch abgeben? Und wo kriege ich den Antrag her, den ich ausfüllen muss? Warum willst du Codys Security haben? Hä, für also die Cody, Box, für die Boxveranstaltungen, Dinger da? Ach so, für den Boxen-Dinger da, oder was? Ja, ja, und allgemein. Ja, nimm noch LS Security. Und das Ding ist auch, ich kann die Sachen, wenn wir die importieren, nicht verkaufen, weil man die halt nicht tragen darf. Wie soll ich jemand ohne Gesetze zu brechen... Habt ihr keinen Katalog? Nee, der wird gerade bearbeitet. Morgen kommt der. Das ist unfassbar viel Arbeit. Ich kann das also es geht um die Schulterholzer, die ihr den Security-Leuten verkaufen wollt, oder ja, was? Ja, genau. Und das kann ich niemandem verkaufen, weil ich das nicht zeigen kann. Weil sonst geht's im Herbst. Ja, I know. Ja, also ich will schon damit die Leute so... Na, ist schön, dass ihr einen Shop da habt, aber ich will den Junkie damit nicht rumlaufen sehen, die ganze Zeit bei irgendwelchen Leuten oder sonst was, die dann irgendwie feiern gehen oder was weiß ich. Aber ich weiß schon, dass du das ja irgendwo auch zeigen willst, aber es sind ja keine normalen Kunden, die das kriegen, sondern nur ein Unternehmen bis jetzt. Ein. Ja, und wir wollen und selbst noch gekauft. Eine kleine Zweigstelle dafür machen. Deshalb, wie? Ja, habe ich doch gerade auch gesagt, Security für das Box-Dingen und so. Ach, ihr wollt ein eigenes Security auch machen noch. Im Prinzip geht es nur darum, dass ich ein Dings mache, dass ich das tragen darf. Und ne, weißt du?
nicht irgendwelche Homeboys aus dem Park oder so, sondern es geht nur um mich. Ja, wenn du... Nochmal, warte, zurück zum Thema. Ihr wollt ein eigenes Security-Laden aufmachen. Wir machen so eine Abzweigung dafür, dass wir unsere eigene Security, ne, unser eigenes kleines, so Nebenunternehmen dafür haben. Für die ganzen Events. Schade, weil die schon so wenig Aufträge haben, aber ja. Ja, aber die arbeiten auch dementsprechend scheiße, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Die kommen echt? Zum Beispiel, ja, beim letzten Box-Event kommen die hin, machen das Security, dann parken die Gassen dazu, was ja gut ist, aber die stellen dann ihre Autos nicht weg. Die bleiben dann einfach stehen, die kümmern sich nicht, weißt du, die lassen den Dreck hinten. Musste ich letztes Mal 40.000 ausgehen, um die Dinge abschleppen zu lassen. Am Park. Weil die da alles zugepackt haben. Würde ich denen sowas von in Rechnung stellen? Ja, da habe ich anderes vor mit dem, aber ich will ja auch für legalen Sache bleiben. Ich will ja keinen Scheiß mehr bauen. Ja, aber du willst dann bestimmt auch darauf hinaus, wenn ihr da euer Security-Typen habt, dass die auch die Schulterholzer dann tragen später, nein, oder? Nein, es geht nur um mich. Sag erstmal. Gleich offen, sag gleich nein, offen. Ich sage dir ganz offen, es geht erstmal nur um mich. Aber ich will nicht sagen, jo, erlaub mir das, sondern ich will das offiziell machen. Damit auch keiner meckern kann. Weißt du, mit dem Antrag stellen, mit dem ganzen Gedöns beim Gewerbeamt, bla bla bla. Also, wenn der Antrag durch ist und das genehmigt worden ist, dass ihr ein Security-Typen-System da habt, ja? Ja. Und die Leute bei euch eingestellt sind und keine nicht verjährte, schwere Straftat nee, hat. Ich glaube, du verstehst mich falsch, Fischer. Okay, ich verstehe dich vielleicht falsch. Du willst einen Security-Typen haben, du willst aber, das Problem ist, du willst ich, den ich kragen. Ich bin hab der Security-Typ. Habe ich überhaupt kein Problem damit, aber ich verstehe nicht, warum. Okay, dann scheiß auf das Unternehmen, dann will ich von Kikaway einfach eine Genehmigung, dass ich das tragen darf, um auch zu repräsentieren. Und aber sonst es gibt nicht. Aktuell nur eine Firma, die das kaufen könnte und die weiß, wie das aussieht. Das wundert mich nur. Ja, aber es gibt ja andauernd Leute, die irgendwelche Ideen haben, ne? Und die, wir haben zum Beispiel vorhin bei Café Nura Unternehmensshirt verkauft und die wussten gar nicht, dass es da überhaupt welche gibt. Weißt du, vielleicht ist das der Funk. Ja, okay, das klingt jetzt ein bisschen unmöglich. Also du meinst, dass sie vielleicht das sehen und sagen, oh, ich will mal... Dass die das sehen und sagen, boah, kann ich das kaufen? Und ich zu dem sage, ja, wenn du ein Gewerbe hast, wenn du eine Security-Firma hast, ja. Und die Leute dann denken, oh, guck mal, es gibt dafür so coole Sachen. Okay, weißt du, okay, und, verstehe. Weißt du, was ich meine? Und ich wollte mich eh selbstständig machen, genau, vielleicht, ne, und es gibt ja auch nur ein, wie du sagst, ein Security-Unternehmen, was dann quasi hier Marktführer ist. Vielleicht mache ich mein eigenes kleines Security-Unternehmen auf mit 6-7 Leute, mache das aber mit einem gewissen Qualitätsanspruch. Weißt du, dass die einfach sehen, oh... Ja, genau. Ne? Ja, nee, das meinte ich auch eben. Ich habe das dann doch nicht falsch verstanden. Ich rede hier nicht davon... Was du nur wissen solltest, dass die Leute, die in so einem Security-System sind, nur diese Genehmigung bekommen, diesen Holzer zu tragen, wenn da keine drin sind, die eine schwere Straftat haben. Ja, aber das klärt ihr ja dann, weil die ja den Antrag bei euch machen müssen. Ja, das ist schwer. Deshalb rufe ich auch an wegen dem Antrag. Ist auch nur Mord oder was anderes. Das ist eigentlich. Ja, ich sage ja, mir geht es nicht darum, dass irgendwelche Leute vom Junkie Pack damit offiziell rumdürfen. Das geht nur um mich. Nein. Du, wenn die im Security-Unternehmen sind und laufen die damit rum. Ja. Dann haben sie das System gedribbelt. Aber du weißt das doch mit den Dings so. Ja, das ist mein Kumpel, den gebe ich das, den hole ich einfach da rein. Der kann den Antrag so nicht. Nur für ist okay. Mach das, trag das, wenn du damit Leute kriegst, vielleicht ein eigenes Gewerbe anzumelden. Ja, wenn ich da trage und die Cops mich sehen, dann werden die mich hops nehmen, weil die nicht wissen. Nein, nicht, wenn ich das in die Schiefmitteilung schreibe. Ja, aber dann lass mich doch einfach so ein Dokument für dich ausfüllen, dass ich das nachweisen kann immer. Dass das offiziell ist. Ja, der macht da was fertig, dann unterschreibe ich das und ich sage aber trotzdem der Investigation im FIB nochmal Bescheid. Okay, mach ich das. Dass sie nicht unnötig immer dumme Fragen stellen, dass das alles immer wieder rauskramen muss. Wir haben übrigens schöne Hemden, die du immer trägst, ne, im Angebot. Ja, habe ich schon gesehen. Bin ich nicht so Fan von. Vor allem, wenn das so weiß rausgekauft wird. Wie weiß? Ja, habt ihr das weiß auch, das weiße Hemd? Boah, ich glaube, da gibt's so ein ganz weißes, ja. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das unterscheidet sich nicht großartig von dem, was du auch immer trägst. Ja, deswegen ja. Ja. Das fuckt mich ab. Das war mal meins. Wir können, gegen eine gewisse Endsumme können wir dann natürlich exklusiv machen, das weißt du, weil das haben wir noch nicht verkauft. Nee, alles gut. Ich habe schon ein schwarzes und ein blaues gekriegt, also. Okay. Ja, hat er sonst, mir schon, aber ich habe das anderen gegeben. Sonst ist der Katalog, ich glaube, morgen geht der online. Morgen? Ja, morgen. Auf Weasel?
Wir haben ja, wir eigentlich waren wir im Gespräch mit Connect und so, da weiß ich aber nicht, wer die Ansprechpartner sind. Das hat der Jack alles geklärt von Kika. Ja. Wir wollten ja zukunftsorientiert da auch mit integrieren. Mhm. Momentan haben wir das auf unsere eigene Seite verlinkt mit ULife. Ich weiß gar nicht, ob wir da im Gespräch mit Weasel waren. Ich kenne die Leute nicht, keine Ahnung. Okay. Aber das ist ja easy zu klären mit denen. Ja. Das ist auch später für euch besser, weil du hast ja hier, oder wenn du hier schon länger lebst, du hast eine scheiß Mail halt. Eine Mail. Ja, hab ich. Ja? Ja, und mit dieser Mail kannst du auch später dann halt alles gleich, also wenn ihr Kunden habt, ihr könnt damit unter Kontakt halten bei Weasel. Darüber. Sind die denn da anzutreffen bei diesem Weasel News Dingstag beim Kiez? Ja, die sind nicht beim PD. Also die sind relativ oft da. Die besten Kontakte zu Connect ist Weasel News selber. Die hocken oft zusammen. Muss man bei Weasel News gucken, bei denen im Laden oder bei Connect. Die haben auch einen komplett offenen Laden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du den? Connect. Ich glaube, das ist ein Downtown da. Ich weiß. Das ist ein gefettes Gebäude, wo du reingehen kannst und so mit Serverschränken und allem drum und dran. Ja, das ist in Downtown, glaube ich, ne? Wo diese ganze Facility-Autos sind und so, nicht? Das ist, warte mal, hast du Postal Card? Nee. Aber dann sag ich dir so, warte mal. Ich hab ein Handy ohne Apps, das kann ich anbieten. warte, ich sag dir gleich. Das ist... Gleich ist da. Okay. Wenn du bei Cube auf der Straße, ne? Ja. Wo der Cube Deiner. Disco ist. Ach so, da, ja. Nee. Ja, doch, da geradeaus weiter auf der rechten Seite ist das, glaube ich. Genau, fährst du immer weiter dann Downtown. Links. Dann links auf der. Auf, das ist nicht mehr Downtown, Digga. Natürlich ist das Downtown. Das ist Rockford Hills. Okay. Downtown ist unter der Autobahn. Unter der Highway. Unterm Highway. Okay, ja, da irgendwo. Muss ich gucken. Rockford Hills. Ich glaube, der Cody vom Burgerland hat da Connections. Der soll mir gleich eine Nummer geben. Da ist so ein blauer Bubmast immer vor. Ja, sag ich doch, mit diesen komischen Facility-Autos. Ach, das sind die, okay, heißen die so? Keine Ahnung. Ja, mach das mit denen da, die können da viel helfen. Dann hast du auch gleich so Kundenkontakt und die machen ja unseren Polizeicomputer auch und du sollst dich ja auch über diesen Computer, dann über deine Mailadresse und so, kannst du denn da Schriftverkehr halten und was weiß ich. Und wenn ihr da gleich einen Shop habt, theoretisch, könnt ihr Online-Shopping anbieten, Digga, wie geil ist das auch? Nebenbei, why not? Ja? Boah, stell mal vor. Ja, richtig, mach das mit Weasel News fertig. Die können das dann sozusagen Warenkorb anklicken, schicken die los, ihr kriegt eine Mailadresse. Ja, könnt ihr schon mal fertig machen. Boah, das wäre geil. Ja, und dafür ist Weasel News 1000-mal besser aufgebaut. Ja, ich versuche da Kontakt herzustellen, dann lass ich das direkt mal integrieren damit. Auch wenn das erstmal nur Werbung ist, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Der Jack von uns hat das immer geklärt, da dieses IT-Ding. Aber sag ich dem Bescheid und versuche die Nummer dazu kriegen. Ja. Okay. Aber das sollte kein Problem sein. Alles klar. Mach ich fertig alles und dann sag ich nochmal Bescheid. Danke. Bitte. Ja. Junge, Alter. Kommt direkt schon mal die Ziege aus dem Busch gesprungen, Alter. Was für Ziege, das verkörpert so meine Mama. Ach so, Ding, Junge. Siehst du, der dachte nämlich schon, wir wollen so irgendwie ein Unternehmen aufmachen, damit er die da legal tragen kann. Cody, hast du Connections zu Weasel News? Ich kenne da die L und diesen Sportreporter von uns. Boah, ich müsste mal... Boah, ich bräuchte einen Termin morgen. Morgen? Ja, ich weiß aber nicht, ob ich den einhalten kann, das ist jetzt ganz schwierig. Die L ist relativ spontan, glaube ich. Bist du da schon mit deinem Burgerland integriert in Weasel News mit deiner Internetpräsenz? Achso, bei Connect meinst du? Ja, genau. Nee, bin ich noch nicht. Ja, weil ich das, also ich habe dieses Connect hat gefühlt halt, hatte ich immer den Eindruck, dass Connect so das vierte Rad am Wagen war, so wie man sagt, weil alle Leute immer auf ULife gucken und so. Ja, aber denk dran, das ist staatlich, ne? Das, du weißt was, ne? Du kennst das ja. Google und so, die fressen immer die Kleinen dann irgendwann auf und dann bla bla bla. Ja, richtig. Also ich wollte mich da auch noch irgendwann mal eintragen lassen, aber hab's jetzt halt noch nicht gemacht. Ja, das würde ich gerne noch machen, auch wenn das jetzt bis immer noch das vierte Rad am Wagen ist. Für den Kickaway-Katalog. Soll ich dir die Nummer von der geben? Das wäre nett. Ja, dann kommen wir gleich nochmal vorbei, dann spreche ich die so ab. Ich muss nämlich den Jack erreichen, weil der das mit dem IT-Ding erklärt.
Okay, dann bis gleich. Ja? Danke. Ciao. Boah, Junge, ich bin einfach Business Raster. Sag, wie das. Ehrlich. True, und Griffy guckt einfach irgendwo hin. Und atmet. Jetzt zieht sich die Aussicht dran, naja. Überdenk jegliche Lebensentscheidung von mir. Ich muss jetzt einen Antrag dafür stellen, aber das werde ich dann nur tragen. Zum Glück. Na, weil der Fischer dachte schon, wir machen ein Unternehmen, damit wir damit rumlaufen können zum Flexen. Ja, wahrscheinlich. Geht auch. 95% geht es eigentlich um Kunden akquirieren und vielleicht Denkanstöße verpassen und um 5% Flex. Weil ich das legal tragen will. Kein Bock, in den Herbst zu gehen dafür. True, hat irgendwie so ein so ein dummer Kopf. Ja, genau. Kommt und sagt, das ist aber Polizei. Mann! True. Wo ist Mila hin? Die ist krank, nicht geguckt. Hilfst du mir, meine Fuzzi aus dem Bauchnabel zu holen? Die Tür ist voll schön, ne? Mila? Voll schön, ne? Voll gut. Ich mag die. Das ist Mahagoni-Gold. Schön. Aber auch nicht gut für die Umwelt. Weil da werden Bäume für gefällt. Abgeholzt. Fühl mal da am Türgriff. Das ist echtes Kupfer. Voll schön. Du bist ja sprachlos. Oder, Mila? Die bringen wir im ganzen Haus. Ja, sehe ich auch so. Ich muss jetzt für den Holzer einen Antrag stellen, ne? Aha. Und wir müssen gleich nochmal nach Cody. Es braucht die Nummer von den Weezy News Connect-Dinger da. Wegen dem Kickaway-Katalog-Ding. Aha. Was ist los? Matthias? Das ist jetzt komisch zwischen uns. Warum? Weil du mit warst bei PB. Ach so, warte mal, du hast vor die Tür gepinkelt? Ja. Hä? Nein. Ich meine, ob die Tür auf ist oder zu und ich da durchgucke, ist ja kein Unterschied so. Okay. Hast du den Türspion nicht, hast du das nicht gesehen, dass ich den angebracht habe? Komm, Griffi. Jesus, Alter. Ui, der Rasen ist. Ey, nicht über den Rasen laufen. Oh, boah, der ist voll weich, ne? Ja. Der ist echt voll weich. Wir haben absolut keine Hobbys, Alter. Aber Mila? Ja. Seit wann pinkelst du im Stehen? Hä? Seit wann pinkelst du im Stehen? Hat doch keine Hose an. Ja? Also, oh mein Gott. Ja? Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, natürlich im Pool zu stehen. Namen zu sagen? Ja, egal. Guck mal, das sind unsere Nachbarn. Straight out der Erdbeerfeld. Curtis? Hä? Ich habe gerade einen mysteriösen Anruf von einer unbekannten Nummer gekriegt, die sagt, du stehst. Hast du Feinde? Ich habe viele Feinde. Viele Feinde, okay. Der Herr, wie heißen Sie? Der Graf aus der Southside. Okay, alles klar. Wird der Graf aus der Southside. Ja. Peace. Ja. Das kann ja nur irgendein so schmutziger Jade gewesen sein. Ja, muss. Oh mein Gott. Oh, das muss irgendwo hier. Danjo, warum redest du eigentlich immer so leise? Echt? Und meinst du leise im Sinne von, dass du mich nicht weit genug hörst, oder leise im Sinne von, verstehst mich nicht gut? Dass du leise redest. Naja, also auch wenn ich neben dir stehe. Oder red doch einfach lauter, hä? Ja, red doch einfach lauter, Junge. Was ist das Problem? Also, was machst du denn so ein Drama? So ein Drama. Auf einmal ist er ganz cool, ne, der Griffi. Vorhin sich noch ein zurecht am Stottern, Alter. Jetzt so, was machst du für ein Drama, Alter? Der checkt nur nicht, dass es meine Rolle ist, yo. Achso, machst du RP oder was? Was? Ich spiel den Leuten nur was vor, Mann. Ich bin eigentlich ganz cool. Ja, okay, das war gelogen. Oh, was ist das? Ich bin gar nicht laut.
Ach so, ja klar, ja, ja. So, wir müssen einmal kurz zum Lager. Ich bin nur geärgert von meinem Bruder. Ach komm. Ach komm, du doch. Dann ändere dich. Komm jetzt nicht so. Dann ändere dich doch, dass du mich geärgert hast. Ändere du dich doch. Warum sollte ich mich ändern? Weil du jeden ärgerst. Wir lang nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Lass jetzt meine Künstlerin hier aus. Nee, nee, nee. Ich lass mal, die fällt gerade an dem Text, Alter. Ja, ja genau, hör auf zu. Hä? Rap nochmal vor. Freestyle. Was wir allein nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Das ist dann so der Bass. Hier ist gerade ein Brotkrümel rübergeflogen. Ah, nee, war nur ein TikTok. War kein Zahn, war TikTok. Das hilft mir. Ihr dürft nicht ärgern, okay? Wenn du noch ein paar Adlibs brauchst, sag Bescheid, Mann, ne? Ich hab da ein paar auf dem Lager. Okay, ich bin Adlibs keen. Ach so. Mila, erklär uns mal, was Adlibs sind. Ja, sag mal. Merk schon, ich werde hier nicht mehr gebraucht als Manager. Die Mila schafft das auch alleine. Ja, aber jeder gute Künstler braucht einen guten Manager. Ja, das ist richtig. Und das wenn du das nicht hinkriegst, dann fische ich mir einen aus dem Managermeer. Da fliegen überall welche rum. Ja. Uns fehlt die Kommuni. Gesundheit. Kommunikation zwischen uns ist nicht richtig gut. Kombination. Die Kombination ist nicht richtig. Wir müssen mehr miteinander reden, Mila. Ja. Ja, du musst mir sagen, wenn du Deals ranholst. Ja. Du bist derjenige, der Deals ranholt. Ja, stimmt. Ich wollte einen Deal ranholen und hab mich voll blamiert, weil ich nicht wusste, dass du schon Deals gemacht hast. Voll Junge. Das hast du einfach verdient, um zu lernen. Die Kommunikation muss besser werden zwischen uns. Kommunikation, sag ich doch. Ja. Junge, Alter. Die Kombination vom Fahrradstoff, meinst du? Die Kombination ist ab heute besser oder du bist gekündigt, Feuer. Nein, warte, die Kombination ist besser, ansonsten wirst du gekündigt, weil ich bin ja Managa. Nee, aber ich bin dich. Ach komm, lass das doch bitte einmal so drehen, dass ich denke, ich bin Gewinner beim Spiel. Komm schon einmal. Aber ich weine, wenn ich verliere. Aber ich. Ja, oh. Weinst ich du, kann viel du? Besser weinen. Ich schlafe nachts noch im Gitterbett. Ich kick immer noch auf Popo, wenn ich frech bin. Du bist doch immer so frech zum Kürtis. Nee. Ich bin voll lieb. Wie schaffst du das alleine auf Toilette, Giffy? Erzähl mich mal. Der alleine gar davor. Nicht, weißt du, der könnte ich mir helfen. Wenn ich fertig bin, schrei ich Kürtis seinen Namen. Hört sich mal zu Hause. So mit Mila. Der nimmt immer seine Schnuller mit auf den Klo, manchmal pennt er auf dem Pott ein, Alter. Danke, ihr Leute. Absolut wild, Mann. Wenigstens kommt er raus, nicht so wie diese Kerbsen. Hey, wir haben den Kerbsen Den haben wir im Keller verrotten lassen. Nee, den hab ich doch weggebracht. Kriegen wir uns immer noch Flächen zu, ja, Kürtis. Stimmt. Weißt du nicht mehr, ich hab den Kerbsen nur ausgesetzt auf einer einsamen Insel. Ja, stimmt, ich hab vergessen. Was aus denen wohl geworden ist? Der ist doch beim Herrn Juri auf der Insel. Also. Oh, ist der der Machetenmann? Der Herr Juri? Nee. Ah, der Körper, ja, der Körper ist der Machetenmann. Oh. Welcher Machetenmann übrigens? Wild. Es gibt dort einen Machetenmann. Ui. Der ich weiß nur, dass der Körper nie Hosen getragen hat. Ja, dann passt es ja. Ich hab den Aiden an. Was hat das nochmal gekostet? 19? Dann sag doch mal, der Junge, wo bist du? Groftanke. Was? Groftanke. Ach, Grö, was macht denn da? Er hat gerade ein bisschen talken mit dem. Ja, ich komm jetzt dahin mit der Harry Potter-Ding. Ja, das wäre cool. Bis gleich. Bis gleich. Nein.
Mila, wann wollten die uns Bescheid sagen vom Department wegen dem Haus? 3 bis 5 Tage. Dann sagen die uns, ne, die sagen uns nicht Bescheid, wir müssen da wieder hin, ne? Wir müssen da dann auch wieder hin, ja. Und fragen, jo, Humpus, wie sieht aus? Wie sieht aus? Mackensacken. Smecken, verdrecken, recken. Macken so, macken so, ah, macken so. Ach du Heimatland. Wenn ich was kostet groß, nochmal wenn das Potter 90.000? 90.000, ja, hast du eben schon mal gefragt. Ja, lass mir in Ruhe. Oh, guck mal da, Mauer. Oh. Da wird eine Mauer hier gebaut. Mach zu, mach zu. Halbe The Bowie hier, ja, Mini. Oh mein Gott, ey. Mann, verpiss dich da. Pass mal auf, wo du hinfährst, yo. Bam, son. Nee. Ich hab mit deinem Vater gequatscht, Owen. Und, was draus geworden? Ja, ich muss einen Antrag machen. Das heißt, ja, aber nur für dich, oder was? Ja, ja. Ah, die Tür, die ist komm, auf jeden Fall. Ja, ja, pass auf, dass deine nicht klemmt. Ja, recht, oder? Meine klemmt nie, ist das ja. Ja, ja, ja. Ich hab so Dingens hier für die Scharniere, so Öl. Hat Goofy da hinten? Das ist, weiß ich nicht. Der hat du lebst ja auch noch, kenn oder? Ich bin schön, ist grau-weiß. Ah, gut bei dich. Ah, top, Decker. Danke. Ja, ich hab dich gestern nicht erkannt. Bist du jetzt zufrieden? Hast du dein Oberteil, ja? Ja, jetzt bin ich zufrieden. Ja, wegen dir bin ich jetzt auch hart, du Arschloch. Noch klar. Gut, 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 gut. Viel zu tun. Aber wir sind voll hübsch beide, ne? Ja, doch schon. Arbeite mal. Ja, aber ich, Alter, ich hab grad 2 Stunden nur irgendwelche 10-10 hinter mir, Alter. Ey, Jamar, willst du leveln für mich? Voll aus der Zeit. Ah, Tatsache. Sollt ihr für 50 Cent die Scheibe sauber machen? Nein, danke, Griffi. Jemand verleiht? Ja. Wie bist du allein auf Streife? Ja. Ich kann mir nebenbei noch ein paar Sachen verstecken. Hättest du mal einen coolen Streifenpartner wie mich? Nee. Ich schraub dir für einen 10er einen Auspuff ab, wisst ihr? Ja, das macht 50 Cent, ne? Jetzt. Kriegst einen Dollar. Oh, was ist denn das hier? Kleingeld bitte. Huch. Die Radkappe behalte ich mir, ne? Danke. Hänge ich mir an meinen Schlüsselbund. Danke schön. Platten Reifen auf der rechten Seite. Wenn Dolan nicht dann, er hat die Klappe da drüben jetzt. Nicht was hast du denn hier? Gib mit dir Beef oder was? Nö, nur kurz gequatscht. War sonst alles gut. Oh, da. Versicherungsbetrug. Oh Gott, oh! Leben am Limit, Curtis. Junge, Alter. Ich wünsche euch was. Ja, peace. Oh, super. Junge, Alter. Oh Mann, ey. Ich finde das nicht gut, dass du mal den Leuten zeigst, wie sie schreien nachts. Oh Mann, ey. Ich bin kaputt. Boah, hier ist ja auch noch was los. Ui. Hä, das ist doch der BT, oder nicht? Ist er? Ja, doch, ja. Noch auf Rasenparken, wichtig und richtig. Ja, 8 Level sind das nur, Jammer, musst du mir sagen. Wir reden nachher. Und Gamers, danke für den Wiesam 10. Hallo, mein Freund, hoffe, dich geht's gut. Mir geht's gut und ich hoffe, dir geht's auch gut, Bruder. Na, wie geht es euch? Ah, Chip! Super. Ah, BT, sag nicht Sohn. Bescheid, dass du hier abhängst. Okay. Was denn? Ich weiß gar nicht, dass die halt ist mit der Grüßschild, Alter. Aber wenigstens mal kein Beef in der Hood. Na, ja, true. Wie lange wollen? Wie habt ihr schon zu? Wie spät sind das? 23:06. Oh mein Gott, oha, das ist Zeit. Ich wollte noch einen Burger kaufen. Und vielleicht noch so die eine oder andere E-Cola-Sippen. Oder habt ihr noch Orangensaft da? Nee. Frag nicht welcher Saft, einfach nur Orangensaft. Ja, das ist ein Geil, Ginger-Ale. Was ist das? Wo ist er? Ginger-Ale. Weiß nicht, der kommt jetzt gleich. Der Ginger-Ale kommt gleich? Wo ist denn der Bondi? Ja, die sitzt glaube ich noch im Auto. Also, der ist doch nicht losgeschnallt vom Kindersitz. Hat der Kindersitz geklemmt oder was? Ja. So. Ey, warte, was? Der Autismus kickt wieder hier. Cody, ja. Gibst du mir die Nummer von Connect? Bitte. Ja, von. Ich schwinge euch mal mein Gitterbett, ne? Gute Nacht, Leute. Ja, mach das mal, Herr ja, Manager. Ja. Also, die Nummer von der L, das ist die Chefin von Weasel News, ist 546. So bin ich jetzt mit. Warte mal, 555. Und die 6782. Ja, aber soll der Jack sich drum kümmern? Und hab keine Ahnung davon. Die Leitstelle von denen ist 231. Okay. Da geht eigentlich auch oft jemand dran. 231?
Hm? Ja, mach aber morgen. Bock hast du aufhören zu gehen? Das ist ansteckend. Habt ihr mal anfangen zu gehen? Ich mache, wenn ich müde bin. Habt ihr schon gelesen, ob Öse News? Was ist da? Nee. Hier, Artikel von Samstag. Vom Boxkampf? Mhm. Ui. Memo. Wie war, aber es gibt eine Fahrschule jetzt? Alter, muss man seinen Führerschein machen? Ja, ab 1.7. brauchst du einen LKW-Führerschein. Aha, und was ist ein PKW? Das auch. PKW nur erstmal gewerblich. Also müsst ihr einen machen? Warte, scheiße, hier, Mila, fuck, Mann. Der Taxi, kannst du den Taxi-Typ nochmal anrufen? Der wollte die T-Shirts haben. Ja. Vergessen. Wo steht das mit dem Medic eigentlich? Geht's gut. Und dir? Lesen. Alles andere interessiert mich nicht. Was? Über dein Bild mit der Tasche. Glaube ich. Jiggy, wurdest du verkloppt, aber warum humpelst du? Wurde verkloppt, ja. Von wem? Von seiner besseren Hälfte. Ja, hi, hier ist Ja. Wollen Sie sich das Shirt anschauen? Ja, gut, das ist ein solide, ne? Gut gemacht, dann kriegt er dafür schon mal seinen Diss. Wie Chab bist du nicht mehr bei den Yardis? Doch. Okay, wo sind sie denn? Und so, deine Freunde sind bei der Gröf. Ja, kann sein. Wenn der die Sponsoren da reingebracht hat. Dann musst du doch hinterm Auto stehen. Muss ich? Machen. Ja, ja, ready sein. Hallo, auch. Matze. Ach, nee. Ich hab da einiges gelernt im Ausland. Ja, ich kann dir nachhelfen. Das ist kein Ding. Ja? Chat kann sich nur ein Ding rechts vom Pushen immer. Und Mauer bauen, ganz wichtig. Entschuldigung, Chat. Ach, du kannst auch flexibel sein, ein bisschen Karussell. Das ist aber ein Fehler, Matt. Jungs, okay. auf. Ist qualifiziert. Wo? Ach so. Okay. Mila, komm dir her? Oder wo sollen wir hin? Nee, wir sollen zum Land, zum Kikwellan. Okay. Tschüss. Ja, wie die willst du mitfahren? Ja, komm. Ja, dann komm. Ich machst du immer nur den Katalog? Warum bin ich hier so wieder auf einmal? Wie viele T-Shirts sollen wir jetzt holen? 3? Mila? Ihre Anfrage wird bearbeitet. Keine Ahnung, allein. Wir denn nicht erstmal nur angucken? Wie? Ja, wir nehmen aber vorsichtshalber mal 4 mit. Mhm. Wenn nicht, tun wir die hinten im Auto wieder hinschmeißen. Schlecht wären sie ja nicht, das stimmt nur. Warum ich Mal das Fenster runter hier, verdammt, Mann. Ist das Fenster unten? So. Ja, jetzt sehe ich auch, Tatsache. Und ich mach mal jetzt auch mal runter. Oh, perfekt. Ah, oh, frische Luft, geil. Stimmt, der Giffy ist da pennen gegangen. Naja, der hat sich da hingelegt. Der ist müde gewesen. Ist aber auch anstrengend, ganz da herumzufahren. Ich anstrenke, aber langweilig. Gestern haben wir viel zu tun. Da war nicht langweilig, aber da war stressig. Und heute haben wir kaum was zu tun, dann ist langweilig. Na, da wünschte ich einfach, dass ich dick wäre und lustig. Bitti, machst du noch Katalog? Ich guck nur drüber, ob alles passt. Und es sieht gut aus, ja? Der Film muss halt noch ein paar Sachen eintragen. Ah, sehr gut. Ich hab damit nichts mehr zu tun. Das liegt jetzt nur noch an Faye, Curtis und Jack. Achso, ja, dann ist es ja easy, fertig. Und der O'Brien. Der O'Brien. Okay. Boah, ein Big Tasty Bacon, Alter. Das klingt schon dick. Aber es ist ein McDonald's, ekelhaft. Hafenstadt. Hat jemand eine Nummer von dem New-Life-Typen? Oh mein Gott! Da gibt's eine Leitstelle von denen, das ist die 548. Da ist immer jemand erreichbar, ist gerade jemand da, kannst du anrufen. Okay, weil wir müssen das Bild mal bei New-Life überarbeiten, weil wir haben ja jetzt das Kicker-Logo und so da. Wo? Wir haben doch ein Bild von bei der New-Life-App von unserem Laden.
Ja, aber das klärt der Jack alles, ne? Mit den IT-Sachen. Wer kommt der denn mal? Der war vorhin unterwegs. Ja, ganz kurz habe ich schon gesehen. Der ist bestimmt morgen am Start. Der weiß ja, dass der Katalog wahrscheinlich morgen da ist. Weil der muss das auch mit Connect und beziehungsweise Weezy News klären. Mit der Integrierung der Web Presence. Damn. Würde ich ja, drei Stück würde ich erstmal nehmen. Jo. Dann kriegst du von mir die drei noch eingepackten.
Geil. 150.000, ne? Ja, stell mir Rechnung aus. Ja. Okay, Deal. Also, bitte. Bei 10 hättest du mich schon gehabt, ne? Den machen wir auf 50. Dankeschön. Das wird zu viel. 20. Mit dem Etikett. Nee, ist zu viel. Morgen wird das hier so voll sein. Oh. Warte mal, das Etikett hat das gesehen, ne? Wir werden euch richtig gut nee, rein, aber. Das ist ja nichts, was man rausschneiden kann oder reinnehmen kann. Ja, ja, das ist. Da bringe ich dir 3 neue Etiketten. Ja, Caro, ich hätte. Oh. Bitteschön. Ui. Ja, mit Tasche ist natürlich kontraproduktiv. Ja gut, Tasche ist kontraproduktiv. Ja, das ist richtig. Ui. Gefällt mir. Geil. Super. I like. Ja, danke euch alle. Okay, ich melde mich. Klärt ihr mal ab wegen Dingens. Ich kläre mal mit generell Gewerbeamt ab wegen... Du hattest ja gestern irgendwas gesagt von der Fahrschule. Muss man noch für PKWs sein machen? Neuen Führerschein? Ja, wenn du gewerbemäßig LKW beispielsweise fährst. Hm. Achso, ne, mach ich nicht. Ich beispielsweise muss 4 Führerscheine machen. Was hast du gesagt? Abschlepper, LKW, Personenbeförderung und Bus. Wieso? Ja. Die Taximitarbeiter müssen auch jeweils 35 fahren. Vom Angel für 70? Designer stellt alle 70, ja. Ja, alle 70. Und fängt es jetzt an zu regnen, Alter. Hm, den ganzen Tag Sonne hier scheint. Okay, ich war eigentlich auf dem Weg ins Bett. Ist wieder ein Kopf geschlagen? Ich enthalte mich. Schon der Katalog raus. Bis okay, später, Peebles. Ich danke euch. Ich melde mich, sobald der Katalog online ist. Ja. Wird dann online bist sein, nehme ich an. Ja, ja, klar. Geil. Okay, bis dann. Okay, tschüss. Tschüss. Wild. Verbrecher. Soll ich dir wiedergeben? Wo bist du? Oder soll ich ein Lager mal, Docs? Was sagst du? Was kostet bitte? 120, glaube ich. Sie in weiß? Ja. Hast du eine dabei? Nee. Kannst du eine holen? Gleich kann ich das noch machen, bestimmt. Soll ich T-Shirt in Lager tun oder dir geben? Überhaupt steht? Welches T-Shirt? Das Downtown. Du kannst hinten im Lager reinpfeffern. Kann ich mal deine anziehen, ob die überhaupt steht? Ich raste gleich aus. Aber wenn die scheiße aussieht, dann brauche ich halt auch keine, ne? Ja, komm mal kurz. Hm. Und steht die mir? Sieht ehrlich wild aus. Würde ich nehmen, Tatsache. Ja, ehrlich, nimm, Alter. Nimm. Bitten, oder? Ich zeig mal mir das. Das passt ja die Alter. Ehrlich. Ja. Ich höre, das passt so gut zu Maddox. Und dann auch dieses Schielen dazu. Hat er wenigstens ein bisschen Köpfchen dabei. Und was ist denn bei der weißen drauf, Freunde? So, boah, das kann ich dir gerade nicht sagen, Alter, ehrlich nicht. Scheiße. Nimm die graue einfach, glaub mir, die sieht gut aus. Passt dir sogar. Das passt ja, mit deinem Bart gut, der ist auch schon grau, ne? Lass mich durch! Dem ist alles grau. Oder du wartest bis morgen, bis der Katalog da ist. Nee, ich mag nicht so warten. Ich guck gleich mal. Ungeduldiger Mensch. Und morgen wird's richtig wild für euch. Ich hab gar keinen Bock, Alter. Nee, komm, sag es mal. Was, willst du jetzt warten oder willst du eine weiße haben? Ja, ich warte, bis du eine geholt hast. Wenn wir eine weiße haben, ja, ja. Ja. Krass ist. Gibt's auch eine schwarze? Ich lage mit auch schwarze. Ja, eine keine, weiße, eine schwarze. Mit so einem Ganja-Zeichen vorne drauf. Okay, bring mal die weiße und die schwarze mit. Guck ich mir das an. Das mache ich nicht, das ist Mondshow, das geht nicht. Muss ich für einen entscheiden, oder? Also, ich muss ja, aber ich muss ja erst mal sehen. Einfach Katalog, ja, deshalb Katalog warten. Wann kommt der? Ich denke morgen Abend. Oder wie oft ihr diese Frage habt. Ja, ja, ja. Schon Flusen auf der Zunge, Alter. Wo warst du? Dann warte ich halt bis morgen. Ich hab Kiez gemacht. Was hast du Kiez gemacht? Kiez gemacht. Hast du zugemacht? Hm? So. Zingötini Siki. Zingötini Siki. Kiez. Kiez. Ja, wir müssen nochmal zum Lager dann. Er muss ja über, der Maddox will nämlich eine weiße Cappy-Dings haben. Ja, oder eine schwarze, wenn die geiler ist. Musst du jetzt wissen, entweder schwarz oder weiß. Ja, ich weiß nicht, was da vorne drauf ist. Das ist du hast doch Glück. Ja, das ist schwarz. Ja, siehst du, deine Jungs sagen auch, du sollst schwarz nehmen. Warum so schwarz? Junge. Jetzt weiß ich, warum er damit die ganze Zeit rumrennt, ey. Krieg ich, wenn ich beide nehme, Rabatt? Auf gar keinen Fall. Das hat nicht gefunden, sein. Perfekt. Kriegst du auf jeden Fall Ansehen auf der Straße. Du musst draufzahlen, Junge. Lass uns zu, Alter. Dann krieg ich eigentlich nur noch so ein Autogramm, ich habe das andere gegessen. So siehst du aus, Tatsache. Ja, hat's geschmeckt. Ja, können wir die mitnehmen.
Hast keine bei? Du musst dir mal die Taschen voll machen damit. Ja. Kann ich ja gleich mal machen. Hatte dein Managa eigentlich immer dabei, haben die Dinger. Aber naja, jetzt geht man nicht weiter drüber. Verstehe. So, wie oft hast du Bongwasser gesoffen? Wir sind einfach nur noch Ganjo nennen, Alter. Ganjo, Junge, Ganjo. Ach, die ja, Mann, Dame, du heißt Mensch. Das heute. Hier ist meine Perle, guck mal. Ah, Mutti, wie geht's? Na, alles gut bei dir? Ja, hallo. Die hat genauso viel Kopf wie du, Junge. Ja, ja, ja. Scheiße, Mann. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, hier, ich glaub, hier, hier. Regnet, ne? Oh. Ich steck meiner Mutti einfach ein bisschen Geld so hier. Komm, kauf dir mal ein paar Schuhe, Mutti. Ja, da hinten die Badelatschen. Gönn dir. Halt's Maul! Was bist du denn jetzt so, sag mal? Mann. Ich bin Nico, Warte. Ja, gut, Hot Pants wird auch noch bestellt. Wer wird bestellt? Eine Hot Pants. Von? Bin Typ für seine Freundin, der ruft mich gleich nochmal an. Der fährt ja dann mit dir auf den Berg. Ja, 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 ja. Hast du dir nicht noch Katzenohren für die Frauen angedreht? Ja. Kimsi, Minsi. Oh Gott, bitte nicht die Katzenohren. Probier doch, ich heute Abend auf. Shit, Alter. Dann musst du mich Simba nennen, nämlich von der Klippe stürzen. Ich glaube, dann machst du selber mit dem Ding auf den Kopf, was, Junge. Ja, Junge. Oh, shit, Mann. Boah, ich zieh gleich aus mit dem scheiß Katalog, Alter. Ja, dann geh bei Kickaway einkaufen. Ich fühl dich, Bruder, ich fühl dich. Ja, welcher Katalog von euch? Mach doch mal raus jetzt. Amazon. Was suchst du denn? Immer noch den scheiß Bademantel. Ja, das ist eine Hose, ne? Ach ne, oder? Ja, der Dulli, Alter. Junge, Alter. Ja, ich hab dich vorhin gefragt, Junge. Ja, hast du doch an. Einfach nur schön. Guck mich an, der Mann von Welt. Sehr schön. Ja, hübsche Hose haben sie da, der Herr. Ah, den Mäntelchen. Boah, was ist das für eine hässliche Maske, Alter? Ach, das ist gar keine Maske. Ach so, das ist deine komische Visage, diese Leute. Das sind Ölflecken, der arbeitet mit dem Motor. Ja, ja, ja. Das ist einfach mechanisch. Er hat einfach Free Willy befreit, aus dem Weg mit Öl. Ein Kutte, Junge. Sieht nicht gut aus. Hast du da was drunter? Ist schon Junge, Alter. Nee, ist nicht drunter. Hallo, Jungs. Wo, was ist das denn? Ah, scheiße, Mann. Mal geht's in Urlaub oder warum Bademantel? Erzähl mich. Ja. Ah, ich merk das schon. Ich bin kurz im Urlaub wahrscheinlich. Danke, Top 2.0. Ja, ja. Du weißt aber, ne, wenn du kein Schlippi an hast und mit so einem Bademantel rumhältst, dann hört man das Klatschen, wenn du von rechts pushst. Dann wissen die, woher du kommst. Ich meine, das wissen die eh schon. Oh, scheiße. Oh, Mann, Leute. Das kann sogar meine Knarre riechen. Mit der Magnetfletsche. Oh, scheiße. Warum lacht ihr eigentlich? Geh dich gar nichts an. Was jetzt alle so mitbekommen. Okay, lass zum Lager nochmal. Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun. Okay, auf geht's. Ich ruf gleich an. Ja, haut rein. Hol den Regenschirm raus, es regnet. Oh, schnell, hui. Nice. Gut, dass ich das Fenster untergemacht habe. Das kann hier lustig werden, wenn wir hier arbeiten, Alter, mit dem Kiez und Bomben und so. Ja, der Laden wird rappelvoll sein, du, wie sagst du? Macht ihr sowas wie mit Öffnungszeiten auch, oder wie läuft das? Wir machen dann auch, wenn wir Bock haben, Alter. Okay, ich stell mich da nicht jeden Tag hin. Na, viel, ich bin noch nicht irre, Alter. Ja, ja. Was denn? Was? Aber eigentlich ist das immer schön, dass es regnet, ne? Ja, da wird das Auto mal sauber. Perfekt. Güffi ist schon mit Schlappen rausgerannt und mit Duschgel auf. Er steht jetzt im Park irgendwo, Alter. Sorry, have a beautiful time. Kelowne, danke schön für den Boost ab dem 48. Monat, danke schön. Chat ist müde, Mann. Ach Quatsch, Mann. Güffi holt sich bestimmt so Body-Shampoo und macht sich damit auch die Haare, oder? Locker. Nee, der macht das immer mit Zahnpasta.
Das scheint die überhaupt. Der hat so 17 in 1 Shampoo. Duschgel, ja, Haarshampoo, Zahnpasta, alles in einem, Alter. Alles. Ja, ja. Wund und heiße, wirklich. Auch vom Kikalakifi. Ja. Ja. Das ist scheiße, Alter. Kannst sogar auf Torte drauf spielen, ist sogar Sahne mit drin. Oh, shit, Alter. Okay. Weißt du, was ehrlich bei dem SUV noch fehlt? Dass du dich aus dem Auto verpisst. Ja klar, gar kein Ding. Nee, SUV-Felgen. Wäre noch ziemlich wild. Ja, aber Bruder, was soll ich machen, Alter? Wo sollen wir tun gehen? Ach so, ja, da, okay, dann mache ich das. Morgen. Ja, du bist kein Tuner. Nee, ich kenne da aber welche und ich habe den Schlüssel für die Karre. Ja, aber willst du sinnlos Geld ausgeben für Felgen? Ich hab doch da Connection, Bruder. Kostet da fast gar nichts. Ja, kostet da fast gar nichts. Ja, ich hab doch Haufen Rabatte, Mann. Hier waren wir noch nie, ne? Wie, hä? Dann kurz an mir vorbeigedriftet, du. Chat, lass mal Aktivitätscheck machen. Alle Beauty. Rohhalm. Rohhalm? Was sagt er da? Was für Strohhalm? Rohhalm? Jetzt musst du mir erklären, erzähl mal. Hä? Kannst du mich da nicht mit Fragezeichen über Kopf stehen lassen? Erzähl mal. Was wollte der Kaspar Klaus jetzt haben? Diese Mütze da, die weiße. Konnte sich halt nicht entscheiden zwischen schwarz und weiß. Aber gib ihm die weiße, Mann. Ja, ja. Warte mal, nimm erst so, finden wir noch andere. Boah. Ich nehm die mit. Ja, die sieht wild aus. Aber ist die ist weiß, ne? Ja, ja. Obwohl. Regenmantel an und gib ihm. Sind das da Bauklötze auf der Mütze? Du bist ein Bauklotz. Ja, ein riesiger. Er ist eine Baustelle im Herborn. Nö, was sagt das da? Oh, was sagt der da, ja, mein Ding? Was ist mit dem? Na, verrückt, Mann. Ach, sieht gut aus. Einfach der Koch, Junge. Ah, aha, lustig. Ratatouille. Waffel. Hä? Oha. Oh. Idiot. Ach, Mann, was mach ich denn? Was für ein Shirt? Die ist eine, ein weißes Palm-Shirt. Das hier. Angel. Ja, sehr schlicht soll das sein. Also am besten nur vorne vielleicht, wo Palm Angel draufsteht. Haben wir nicht. Ja, wie haben wir nicht? Sehr, ja, das ist ja schlicht. Aber nee, ein weiß soll das aber sein. Ja, das ist schlicht. Ja, ja, dann nimm das. Dann nimm das. Wild. Ui, ehrlich wilde Jacke, ne? Was sagst du mich da? Das ist eine ehrlich wilde Jacke. Damn. Damn, Sam. What's your friend is? Okay. Okay. I'm ready. Nice. Für wen war denn das T-Shirt? Für den Freund von Lisa. Der Travis. Also einer von den Böhmen. Ja. Ja. Oh, pass auf, hier sind wir heute noch gar nicht drüber gefahren. Oh mein Gott. Ui. Die kann so Mischel zum Fenster rausgeflogen. Geil. Hallo Maku. Guten Abend. Hör mal, Chat, das war ja mal ein Aktivitätscheck, Alter. Bin stolz auf euch. Ey, BT, gehört dir eigentlich der Dubster? Nee, warte, ich muss gucken. Ja, was meinst du? Gutes. Letzte Sache heute. Wir sind gerade vom Lager weg. Och,
Nö. Dann bist du bestimmt gar nicht so weit davon entfernt. Ja, sag mich was. Eine Säcke Jeans in schwarz. Okay. Danke. Wohin damit? Kannst du die einfach in die Straße bringen am besten. Okay. Danke. Okay. Oh. Ja, gehört mir kurz. Den wollte ich eigentlich mal lackieren lassen, weil der hat voll die hässliche Lackierung. Der Las Vegas oder der andere? Der Dubster D1. Achso, also ich dachte, wir reden noch im 6x6. Ich bin tatsächlich müde gerade, ich weiß auch nicht warum. Der 6x6 ist. Warte mal, wissen, wie viele Artikel jetzt im Katalog sind? Lass mich raten. 900? Nee, 690. Aber. Warum steckt ihr alle mit aus? Muss nur eine Hose holen. Ich gehe jetzt aus Potz mit. Okay. Gehe ich wieder aus Potz zum Auto. Belästigt der Dungeon dich, Mila? Was? Autogramme auch noch holen. Ach ja, stimmt. Ja. Danke, Faye. Turn around. Wie viele Kilometer hat das Auto hier runter? Du kannst geht da auch deine Autogramme holen, Gemila, ne? Mhm. White. Doch. Wo ist denn hier das? Ne, hier. Das? Hier. Schnell. Was hat das denn, eine Möwe? Cocker Spanier. Ah, die gibt's hier auch, ist ja verrückt. Ich bin ein Ding, Alter. Kennst du nicht? Was meint ihr, wenn wir alle Autos, die wir besitzen, verkaufen, wie viel Geld wir haben? Boah, Milliarden. Ja, findet man die nicht. Er sagt Milliarden, Junge. Nee, mit Fahrzeugscheine, wenn man alles sammeln würde. Boah, das ist eine gute, wenn man die wirklich für, na, ist dann halt vor allem vielleicht ein Preis, aber bestimmt, boah, ja, ist die bestimmt 50 Mille, oder? Mehr, ja, aber ich glaube so auch, rein, das sind so 20, 30 Millionen. Ja, ja, wenn überhaupt, ja, ja. Also wenn du es wirklich verkauft, kriegst du halt. Naja, ich sag da 15 Millionen so, aber wenn du die halt zum Preis verkaufst, wie du sie gekauft hast, dann 50 Mille, aber verkaufen so 20 safe, ja. Viel ist es nicht. Die meisten wollen ja gerade okay, ihre Automatiker. Autos ausfinden. Das ist so Auto-Hehler, bist du. Ja, klar. Dann gehört ein Flabber erfunden, Junge. Ja. Denkst du, wie ich mein Geld gemacht habe? Wir haben mit Autos hochgetauscht hier. Ja, nach aktuellen Preisen. Wir reden hier von Autos, nicht von Ganja, Alter. Ja, Marktlage, oh, ist das Ganja? Ganja? Kann man das rauchen? Jeez. Direkt. Ist irgendwie tot hier, ne? Ja. Na, am Hafen ist ja auch nie jemand, oder? Ne. Eisenbahn wahrscheinlich. Ja, ja, hier vorne ist wieder Action. Guck mal. Tranquilo, tranquilo. Ui, Mauer hier baut. Guck mal. Ui. Ziehst du die Kürzeln langsam? Warte mal kurz. Ich will noch ein Bett, ich weiß auch nicht warum. Wir machen einen Bett. Ja, sag dir mal. Ich denk's doch dann so als. Boah, was sagt er da? Was sagt er da? Es geht dir scheiß Bitchen. Danke. Was willst du von mir, Junge? Ich will meine Prügel verteilen hier. Meine Bombe oder was? Ey, Junge, bitte nicht streiten. Ja, ich will keinen Stress, bitte. Wir sind vor wenige. 3 Millionen. Ein Polizist, tschüss. Er biegt mich auf die Liste, fehlt in Deck, da warm. Drück auf die Tube, Ernie! Der Bubi halt hat Karte. Ich hab nur noch eine Schnauze da unten. Hey!
Ich kann nicht mehr lachen, so müde bin ich, Alter. Junge, Alter. Déjà-vu. Ui, Memo. Wann sind wir da drin? Aber eine gute Sache hat der Regen, der macht das Auto sauber. Ja. Da gibt ja keine Waschstraße. Braucht man ja auch nicht, also. Ey, fahr doch immer im Block. Typ, Alter. Oh, ich hab voll den Ohrwurm. Ganz anderen Wurm hier, ne? Wisst ihr, würdet ihr mehr mit mir spielen, dann würde ich auch nicht nur mit dem Armaturenbett spielen. Das könnten. Wo sind die denn? Jetzt kannst du Lisa mal anrufen? Ja, natürlich. Hallo. Chat ist müde, Chat ist müde. Aber ich bin auch müde. Ach so, wo sind die denn? Okay, dann kannst du denen sagen, ja, oder die sollen sich bei Curtis melden oder so? Ich schwör bei Gott, ich schmeiß die im Auto, der kann mir am Arsch lecken, wenn er jetzt nicht kommt. Als Katus. die sind halt jetzt auf einmal unterwegs und Tervis hat das Geld für alles. Wer hat das Geld? Tervis! Ich rufe jetzt den Schnuppern, ich mach da jetzt Ärger. Ja. Wer geht denn dran? Ja, dann. So, wo steht's? Können die jetzt so bald? Bitte hast du eine Knarrarbeit. Oh, komm, genau. Mal gucken, ob die noch geht. Huch. Uiuiui, da geht direkt einer raus, so gefährlich. Hau rein, Seamaster. Nein. Oh, jetzt. Oh, mein Gott, ey. Oh, Junge. Ich hab grad noch gesagt, dass das einfach, hässlich ist. Die haben einfach ganze Küste eingenommen, Junge. Alter, Junge, halber Fuhrpark hier. Junge. Jetzt willst du Fort Knox betreten wollen. Das hat aber auch nicht noch 3 Jahre. Das sieht aus wie Filmset von Fast and Furious. True, Alter. Wo sind die Bikes, Mann? Mein Gott. Oh. Geil. Grüße. Ja, Kollege, wo bist du hin? Ja, da wurde gerade jemand hops genommen und wir suchen ihn gerade. Also von uns wurde einer hops genommen. Wo bist du denn? Ja, bei euch hier. Was ist denn hier? Wer wohnt denn hier? Ja, hier sind das für Gelbe, die bei euch hier. Sind das die Tigers? Ja, die Tigers, genau. Also, ach, von euch wurde gerade einer hops genommen und ihr sucht den jetzt. Ja, wir kommen jetzt zurück. Jo, alles klar, dann bleib ich in der Westside. Was sagst du mich? Bis gleich, wir kommen. Okay, bis gleich. Junge, ich glaube, der Maddox hat nur so ein Klapphandy. Ich verstehe kein Wort, wenn der redet. Meinst du, er hat das falsch rum, wenn er telefoniert? Er guckt seinem ÖG erstmal unterm Rock. Ah, shit, Alter. Ja, mit 46, Alter. Nicht mit 64. Hat so einen Rust-Eimer auf dem Kopf. Mit Sprachlücke. Was war das für eine Gang, die Gang? Tigers. Wie, die hängen bei den Nazis ab, oder was? Nee, war das nicht Tigers? Die hießen auch Tigers, finde ich. Ruf den mal an, ich hab einen von denen. Nicht. Ja. Weil wenn das die bei den Yardis waren, dann sind das die Tigers eigentlich. Eye of the Tigers. Ah, die haben auch ein guter Song an der Stimme. Ködens, wie heißt eure Ging-Ging nochmal? Ködens, wie heißt eure Ging-Ging nochmal? Was? Wie heißt eure Ging-Ging nochmal? The Brown Sugar Mamas. 5-2 Saints, alles klar, danke. Ach so, okay. 5-2 Saints? 5-2 Saints? Verdammt, Alter. Frag mal, was Six Do heißt. Sheesh. Was heißt denn eigentlich Durchse? The Durchse, ja, Six Durchse. Ja, okay. Ich glaub, das weiß kein Schwanz, oder? Junge. Das heißt das, glaube ich, ungefähr. Ja, okay. Als wir uns kennengelernt haben, hier mit ein paar Alter, und wir gesagt haben, ja, kriminelle Organisation, was sind wir? Wir sind voll die Affen, Alter. Wir nennen uns ja Affen, Alter. Ja, ja.
Verrückt, Alter. Lass mal krassen Gegner haben, dem. Ja, vielen, Alter. Wo ist das denn? Ah. Wo pusht die denn hin? Ja, nach links. Tranquilo, tranquilo. Da. Jetzt hat ihr ein Target gefunden, du. Jetzt geht's los. Komm gerade aus Vegas, denk mal voller rein. Das ist doch auf dem Stand vor zwei Jahren. Lass mal gucken, wo die Homies sind. Ja. Oh, shit, Alter. Was heißt denn? Alter, das ist ja abnormal. Gibt's gar nicht. Ah, top. Also Sixth besteht für eine Sportartikelfirma, Unternehmen, Gewerbe. Du gehst spazieren, Alter, auf einmal steht einfach so ein Auto quer. Wie, über die nächste Straße steht auch einfach so ein Auto quer, mit einem Bürgersteig. Ja, denkst einfach Dingens hier. Du musst einfach sechs Umläufe machen, um eine Straße zu überqueren, weil überall Auto stehen. Ja. Oh, die machen Mauer. Oh, scheiße. Mauer. Verdammt. Duckt euch. Verdammt, rechts rum pushen. Jungs, macht euch breit. Breit machen. Hat schon durch Funk durchgegeben. Hier steht ein weißes Auto. Spotter. Guten Tag, Gemeinde. Meister. Tag. Tag, Junge. Oh, shit, Alter. Jetzt sag nicht, wo durchgekollt hat, hier ein Auto steht, Alter. Was? Ja, wir haben uns gerade erschießen. Ach so. Na, ich bin gerade perfekt durch in dieser Mauer bauen. Schießen? Wie sieht das eigentlich aus, diese Ice-Out-Ketten, ne? Kosten die alle 500, oder? Ja. Okay. Wir verkaufen nur eine. Da sind irgendwelche Rocker unterwegs, müsst ihr mal den Kiez fangen, die verkaufen welche. Das esse ich aber so. Okay. Hinter dem Project ist, nur, ist so ein Dings. Ein Rockerverein. Ja, da habe ich die Grim Busters, ja. Na hier, Maddox, komm her, ich hab dich eine weiße Kappi mitgebracht. Ja. Die schwarze auch? Nee. Warum denn? Hab ich gesagt, ich mag keine Modeshow. Mann, Haben dir die hübscheste rausgesucht. Die wird dir gefallen. Ja, sieht super aus. Ich höre, die passt super. Ich hab keine Ahnung, was da drauf steht, Alter. Ich seh das doch nicht. Was steht denn da drauf? Once. Mal nach Fahrzeug. Once. Guten Morgen. Nee, ich schwör bei Gott, da steht Maddox drauf. Ah, okay. Wild, Alter. Ding, never. Irgendwas. Never surrender. Again. Never again. Ah, warte, never broke again steht da drauf, Junge. Ja, broke, genau. Nice. Was heißt das denn? Ja, niemals arm sein. Nie wieder arm sein, heißt das. Und auf so, der von dir krieg ich das T-Shirt auch, ne? Hast du gesagt, da ist so ein Ganja-Zeichen. Ja, aber die werde ich jetzt auf gar keinen Fall holen. Hast du schon bezahlt? Reiß den kleinen Finger, ja, ne? Ja, ich hab bezahlt. Ja, ne, ich meine auch der Mitte, ja. Du musst auf Katalog warten, wenn du die nicht wieder haben willst. Okay, ich warte auf Katalog, ich will die nicht. Ja, gib her. Genau, das hab ich gesagt. Was soll denn das? Einfach auf dem scheiß Katalog warten. Mein. Was ist das eigentlich für eine Kütte? Oh, ja, dann tue ich die mal wieder im Karton. Perfekt, Digga. Ich tue den gleich im Kofferraum. Ja, danke schön. Okay. Curtis, du hast noch das T-Shirt, ne? Was für ein T-Shirt hab ich? Ja, für mich. Ach so, hast schon bezahlt? Ja. Mila, hat er? Oder lügt er? Er lügt. Ich bin kein Lügner. Der hat bezahlt. Ach hier, du wolltest doch mal danke die Autogrammkarte sehen. Ding. Komm her. Zeig ich dir. Ich hab nur einen bekommen. Ja, zeig mal. Ui. Heute ist die Zahl ein Doppeltag. Wieso hattest du mir nicht geben? Ja. Nicht essen. Du könntest das verlangen. Ich hab echt Hunger, ne? Nee, hallo Marcel, hallo. Ich hab echt Hunger. Gib mir das wieder. Auf mein Autogramm gerade. So, ich bringe eben Klamotten weg. Hat dir gesagt, da ist ein bisschen Weed mit dabei. Hm? Es regnet. Ja, lass mal ins Auto sitzen. Sonst sind wir ganz krank und nass. Erstmal ja, müssen wir. Haut rein, Jungs. Wir sehen. Mädels, natürlich. Ist das die Lisa, Mila? Ist das deine Bestfreundin? Warte. Hi. Nee. Ich wollte fragen, wie das aussieht mit deinem Kumpel, weil ich habe die Hotpants jetzt da. Luna Peruna. Will ihr die? Weil sonst würde ich jetzt gleich in Hyatt gehen. Danke. Oh, die wollen pushen. Nee, bisher noch nicht. Ja, okay, alles klar. Dann probieren. Tschüss. Lisa hat lange braune Haare. Ah. Und wann schläft die mal bei uns? Warum? Keine Ahnung, die macht doch manchmal.
Frauen machen. Guck mal, Mila, da oben auf dem Plakat bist du links. Oh, guck mal, dein Rücken voll chillen. Ja, ne? Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema, Curtis. Ja. Ja, genau. Ja, das war mal Party, das war dabei. Du willst keinen Mädchenabend machen. Doch, aber dann musst du ja auch erstmal raus sein. Aber ich kann doch in meinem Zimmer bleiben. Ja, okay. Ja. Erstmal auf einmal so ein riesiges Spiel umbestellen. Boah, was glaubt ihr, was da passiert? Wir schauen König der Löwen lässt dann über Jungs und drücken uns die Pickel auf. Mila ist einfach 12. War das mit Haare flechten? Ja, das tun wir auch. Und meine? Axelhaare oder Barthaare? Sowohl als und. Einfach kleine Ziegenbart, ja. Ah, süß, Alter. Oder die Hobbits und Füßehaare. Einfach ein Zopf an den Füßen, Junge. Oh, geh hier. Ui. Oh, Elefanten. Wow. Unfall. Ich fahre zu ihren Häusern. Zu euren Nachbarn. Aber bei dir heute viele Erdbeeren? Ja, ja, komm, bitte, du bist doch 0,5er jetzt hier. Oh, ja, geil. Guck mal, da bist du an der Konsole. Ja, auf Amming-Simulator 13 spielen. Die hängen da alle ab. Wo, was? Und wo? Pflücken die Erdbeeren, anstatt die sich so eine Raupe besorgen. Und einfach so 5000 auf einmal. Ja, das stimmt, Alter. Not macht erfinderisch, Mann. Könnten sich auch, die, weiß ich, so ein Bagger klar machen und da einfach umschaufeln, easy. Ey, wo sind eigentlich die Coca-Pflanzen? Wo? Dingens. Warte mal, ne? Wenn das Auto jetzt davor ist. Ja. Was, wenn die denken, das ist ein fremdes Auto und lehnen dann ab? Ne, die sehen ja das geparkte Auto da. Ja, das stimmt. Verdammt. Wo sind Coca-Pflanzen versteckt? Ich überlege gerade, warte, ich glaube, ich habe das noch irgendwo in meinem Portemonnaie. Geldbörse. Er faltet auf einmal so eine riesen Klappkarte aus, Alter. Nee, die habe ich verloren. Ich habe nur noch kleine Stücke davon. Einfach Schatzkarte, Junge. Oh, Junge, Alter. Boah. Warte, das ist, ich meine, ah, hier, warte mal. Da, nee. Ah, da. Da, zur so Pflanze bist du, ne? Ja, das ist mir jetzt aber auch egal, Alter. Du hast viel zu lange gebraucht. Boah, ich hab extra rausgesucht. Wir sind sogar in der Ecke hier. Da. Egal. Ist direkt vor unserer Nase. Mila, stell das mal ins Navi ein, bitteschön. Gib Ruhen. Okay, gut, Ruhen. Du Idiot. Ich sehe halt eh nichts auf 50 Meter, Junge. Das ist so neblig. Guck mal, das ist mit dem da vorne, Alter. Verdammter Stalker. Das ist auf jeden Fall einer von den Lane Aces, oder wie die heißen. Ah ja, genau. Die haben nur blaue Autos. Ich glaube auch, ja. Auch keine Türkisen, oder? Doch, die haben einen türkisen Fleck. Ist das nicht Dingens oben, Eastside? Na klar, ne? Da warst du nicht mehr gestern Abend dabei, BT? Nee, mit dem Ögi, Marvin oder wie der heißt? Gespräch mit dem. Ja, oder pass auf, gestern Abend, pass auf. Halt die ganze da kommt so ein Typ in einem Anzug zu uns und meinte, ja, ich bin hier, um die Flex abzuholen von den Lane Aces oder keine Ahnung, wie die heißen. Im Anzug? Ich dachte, ja, Bruder, erzählt, dieser Herbert oder was? Ja, und oder? Dann waren wir bei den Yardies und da war so eine Frau von denen, von der Gang, ne? Und der hab ich das dann erzählt, da ruft die den an, Junge, da hat die den zusammengeschrien am Telefon, ne? Legendär, Alter. Der Typ gewesen, ich hätte dir den Kugel gegeben. Das sind Schreiheits. Ja, ja. Die auch Candies? Hm, weiß nicht. Stimmt, wer mag keine Candies? Oh, Junge. Sind das nicht Yadi-Karren gewesen? Oh, nee, die waren blau. Ja, die sind da. So. Lila. Er ist ein blau-gelb, Junge. Boah, das ist eine gute Frage. Es gibt so viele Farben. Ja, Cody. Hey, Cody, Curtis. Also, hast du. Ja. Ja. Ja, du bist Cody. Ja, nee, ich bin Cody. Also, hast du einen Mandatsvertrag mit irgendeinem Anwalt? Nee. Mit gar keinem? Nee, ich hab noch nie einen Anwalt gebraucht. Auch nicht aus. Ach, shit. Okay, warum? Schade. Ja, weil wir haben ja dieses Schreiben aufsetzen lassen gegen diesen Medic und jetzt ist das Patt gegangen, weil die Anwältin mit beiden Leuten einen Mandatsvertrag hat
Und jetzt gucken wir gerade, dass wir alle anderen Anwälte engagieren, damit der nur einen schlechten Anwalt kriegen kann. Und hätte ja sein können, dass du einen Mandatsvertrag schon irgendwo hast. Und weil du ja mit in Junkie drin bist, in dem Unternehmen, hätte er dann die Anwälte, die du als Mandatsvertrag hast, nicht engagieren können, automatisch. Und wäre dann platt gewesen, sozusagen, weißt du? Wir können auch, wenn die so ein Ding haben, dafür sorgen, dass der keinen Anwalt hat, der Typ, oder keiner mit dem arbeiten will, das ist kein Problem. Ja, also das wäre dann der nächste Schritt so. Aber Jiggy versucht erstmal morgen alle anzutelefonieren und alle Anwälte zu engagieren für uns. Wo bist du gerade? Bei uns in der Bruch Avenue. Da, wo wir wohnen. Aber es regnet, Alter. Wir stehen unter einem Pavillon. Wir kommen mal vorbei. Easy, bis gleich. Bis gleich. Der Cody, die hatten ja dieses Box-Event, ne? Bei uns in der Halle. Und da war ein Mediziner. Da war ein Mediziner, der dafür für die Verarztung und so abgestellt wurde, weil da alles geklärt war. Und der hat sich dann geweigert, verletzte Menschen zu behandeln, unterlassene Hilfeleistung, weil sein Hund nicht in die Halle durfte. Ah ja, alles klar. Hat er sich geweigert. Und jetzt zieht Cody alle Anwälte zusammen und verklagt das Krankenhaus, ne? Sehr gut. Und der Krankenhauschef, hat Cody mir letztens erzählt, kam sogar dahin und hat ihn angefleht, das nichts zu tun, weil das Ding da oben sonst, ich glaube, das kam aus Paleto, weil das Ding sonst geschlossen wird. Geil, Alter. Imagine einfach, da liegt eine verletzte Person, Alter, und du weißt, dass du da bist, um denen zu helfen. Kümmerst dich einfach nicht um den, weil dein Hund nicht mit rein darf. Soll ich sagen, wie das war? Der war erstmal 40 Minuten draußen rauchen. Pause machen, dann sollte der einen aufheben, meint dann, nee, ich mache jetzt erstmal, ich rauche ja noch auf und dann komme ich und so. Dann kommt der mit dem Filter rein, dann sage ich, jo, Hunde sind ja verboten, lasst ihn mal bitte draußen stehen. Sagt er, ja, dann sucht euch einen neuen Medic, sehr tschüss. Oha, Alter. Dann stand er noch 40 Minuten draußen und so, hat nichts gemacht. Als wäre das hier sein Blindenhund, Alter. Hallo, Luca. Alter. Aber der konnte schon alleine laufen ohne den Hund, ne? Das war kein Blindenhund so, oder? Digga, Alter, der braucht einen ganz anderen Hund, ne? Stell dir einfach mal vor, du verblutest in irgendeinem Haus, wo keine Hunde rein dürfen, weil keine Ahnung weswegen, Alter. Dann kommt der Köter mit, ja. Und der Hund darf nicht mit rein und der verarztet dich einfach nicht. Oh, Junge. Oh, die haben ein Pavillon hier, geil. Ja, ja. Schnell drunter. Moin, Meister. Boah, Mensch, habt ihr hier Stühle? Boah, perfekt, Mann. Boah, ich kriege richtig Nackenstarre beim Sitzen. Aua. Ja. Ist das aus Paleto, das Krankenhaus? Ist das ein Arzt davon gewesen? Ja, der Chief. Ach, nice, das war so der Alter. Chef? Ja, ja, und der wird auch alles annehmen, was in unserem Vorschlag steht, bis auf, dass er seinen Chiefposten abgibt und dass er ein psychologisches Gespräch 30 Minuten viermal führen muss, weil er sich dafür zu fein ist. Das Geld wird er zahlen. Was habt ihr denn für Bedingungen? Wir haben als Bedingung, er zahlt 250.000 Schadensersatz, er tritt seinen Chiefposten ab, weil er unqualifiziert dafür ist und sich das selber eingesteht und nicht die Blöße gibt, dass er das vor Gericht verliert. Und er muss viermal 30 Minuten Psychologengespräch führen und unsere Anwaltskosten übernehmen. Sind überhaupt solche Psychologengespräche? Klar, bestimmt. Klar. Ansonsten müssen den Psychologen erschaffen, der ein Gespräch mit dem führt. Also ich wäre noch ein Psychologe. Ja, der Biet hat gerade erzählt, der hat den Leuten nicht geholfen, weil sein Hund nicht mit rein durfte. Ja, richtig. Deswegen wollen wir auch, haben die nicht so ein, haben Ärzte nicht, müssen die nicht so ein Dings schwören? Ja, genau das Ding. Ja, dass genau. Die jedem Menschen in Not helfen, egal in welcher. Was ist das denn? Ja. Das ist doch auch Eidbruch dann, oder nicht? Aber wenn es so ein Gesetz dafür in diesem Staat gibt, dann ist es das. Aber ich glaube, dieses Gesetz gibt es nicht. Wenn du dich da boxst im Boxring, ja, und einer, der ist K.O. geboxt, Junge. Und er verschluckt sich an der Zunge und stirbt dran, weißt du, weil ich meine, der Arzt steht draußen, weil sein Hund. Ja, das Ding ist halt, das wird ja vorher geklärt, dass du eine Mediziner da hast, damit verletzte Personen behandelt werden. Ja, das war ja der. Außerdem, was, wenn die Patienten eine Hundehaarallergie haben? Ja, ja, und laute Musik, Boxevent, viele Menschen, muss nicht sein, dass da ein Hund dabei ist. Ja, auch. Vor allem, ich verstehe den Mediziner auch gar nicht. Und es gibt ja halt Leute, die Angst haben vor Hunden. Und der hat halt auch kein RTW mitgebracht zum Beispiel, sondern nur so eine Limousine halt. Wie will er mit so einer Limousine einen Verletzten transportieren so? Hat der so ein kleines Auto gehabt?
ja, so ein Viersitzer zwar, aber ja, ich hatte eine Kollegin und einen Hund dabei. Die Kollegin hat es bloß nicht reingeschafft, so, und der Hund hätte dann hinten gesessen mit dem Verletzten, so. Am besten hat er eine offene Wunde mit Hundehaaren danach. Ja, eben, Alter. Ja, top, Alter. Der hat auf jeden Fall seinen Fachverstand. Aber nur 250.000 Dollar Schadensersatz, Alter? Also ich sag so, ja, mach ja, mal zwei, ne? Ja, mal 75.000 Dollar Anwaltskosten. Und keine Ahnung, Geld ist halt scheißegal. Also es geht halt darum eigentlich, dass er Psychologengespräche führen geht halt, muss. Ja, ich verstehe. Es geht halt darum, den zurechtzuweisen. Ja. Und der sieht's halt nicht ein, ne? Der ist halt immer noch ultra arrogant. Natürlich so. Kannst du von einem Menschen, der so ist, da kannst du nicht verlangen, dass der das reinsieht. Das ist halt wieder so eine Machtposition, in der man sich befindet, wie auch immer man da hingekommen ist. Und dann benutzt du das einfach. Richtig, aber solchen Leuten muss man zeigen, dass ihre Machtpositionen endlich sind. Ja, und das macht dann der Cody und der Jiggy. Ich weiß noch, als wir im Department of Justice waren, Alter. Ja. Nee, deswegen wir. Das war letztes Mal auch wieder lustig. Wir waren gestern da. Da hat die Frau vom Bauamt Dings uns gesagt, es gibt ein Haus und wenn du dein Auto da abstellst und auch wenn du kein Vorverkaufsrecht für das Haus hast, du aber dein Auto da abstellst, aufgrund der Tatsache, dass man dieses Auto, wenn du das Vorverkaufsrecht nicht hast, nicht abschleppen kannst, kannst du auch kein Vorverkaufsrecht für das Haus holen, wenn da ein fremdes Auto steht. Ist nicht möglich. Außer der Fremde kann Kriminelle, die das Auto schnell wegschleppen. Und jede Werkstatt ist kriminell. Das habe ich zu der auch gesagt. Ich sagte, das hat mich einen Anruf gekostet, so, dann ist das Ding da weg. Aber rein theoretisch, wenn du kein Vorverkaufsrecht, also wenn du wüsstest, welche Häuser noch nicht vergeben sind oder gerade vermietet sind oder whatever, könntest du überall da deine Autos hinstellen und keiner könnte dafür ein Vorverkaufsrecht holen. Wenn du keinen Bock hast, das Vorkaufsrecht zu bezahlen, kannst du auch einfach einen Antrag darauf stellen. Dann ist dieses Haus mir nicht für die Zeit geblockt. Und du kannst den Antrag einen Tag vorher, bevor die Frist ausläuft, nichtig machen und direkt wiederstellen. Und dann bezahlst du halt einfach nie diese Gebühr. Und du hast immer 8 Wochen Zeit oder so. Das ist einfach so bescheuert, ne? Das hat die selber vom Department of Justice, hat das selber gesagt, dass das Gesetz absolut dumm ist und die keine Ahnung hat, warum und bla bla bla. Ja, genau wie das Polizisten keinen Führerschein mehr brauchen. Brauchen keine Führerscheine mehr. Hat der von der Fahrschule gesagt. Die brauchen keinen. Die sind ausgenommen von gewerblichen Führerschein machen. Weil die schon wahrscheinlich einen polizeilichen Führerschein haben? Anscheinend. Wie bitte was überhaupt? Deswegen fahren die so gut Führerschein. Ich hab einen Führerschein. Deswegen fahren die so gut. Ich meine, ich wohne ja schon immer hier. Ich habe meinen Führerschein damals gemacht. Beim Chikui. Mit dicke Benzer. Ich hab meinen da auch gekauft. Ja, willst du machen. Kannst du machen, nix. Aber den Typen kannst du aus seiner Position hebeln, weil der da nichts verloren hat dann. Ja, hä? Also aber das ist die Welt, ne? Es gibt immer Leute, die einen ungerecht behandeln. Immer Leute, die ihre Position ausnutzen, die Macht ausüben, immer. Gibt immer Leute in Positionen, die auch Sachen versprechen und die nicht einhalten, um sich irgendwie zu profilieren und ja, ist halt so, aber das ist halt einfach. Willst du eine Süßspeise essen? Ein paar Pommes, Junge. Nee. Das ist aber wirklich so. Mich würde mal interessieren, wie viele Polizeibeamte du anquatschen musst, bis du einen findest, der fähig ist und der so ein bisschen Menschlichkeit, sag ich mal, in sich hat, ne? Dass der Sachen nachvollziehen kann und so. Ich glaube, das dauert so lange, Alter. Wenn ich überlege, was der Park alles schon gemacht hat an kriminelle Sachen, die mittlerweile verjährt sind und die dann nie ermittelt haben. Das ist aber auch das System irgendwie, ne? So, nachdem dieser Typ Samstag auf unseren Laden geschossen hat, hat mir der Typ von der Highway Patrol, oder wie die heißen, gesagt, oh, der Patrol bestimmt, ne? Es kommt ein Detective auf euch zu, ihr braucht euch um nichts kümmern und dann könnt ihr bei dem die Anzeige aufgeben wegen Sachbeschädigung. Da kam heute, bestimmt keiner, oder? Heute kommt der Detective, der hat sich bei mir gemeldet und fragt, warum geben Sie denn keine Anzeige auf? Ich kann da nicht weiterarbeiten. Geil. Ich sag zu ihm, ja, ich hätte Sie morgen angerufen, ich lasse Ihnen vielleicht 3 Tage Zeit, weil Ihr Kollege hat gesagt, Sie kommen von sich aus auf mich zu, so, ne? Geil, Alter. Die wissen auf jeden Fall, wie es funktioniert da im Job, ne? Ich glaube, die sind einfach maximal überfordert. Ich glaube, du musst doch alle fragen. Und das große Problem, was ich da sehe, ist, dass wenn der Rechtsstaat und alles so zusammen sagt,
dann, Alter, dann... Dann drehen die Cops frei, dann ist so, ja, ne? Erstens die und auch die ganzen Gangster und so. Hm. Ich meine, die Straße weiß jetzt schon mehr, als die überhaupt ermitteln können. True, true. Wenn du vernetzt bist irgendwo, wenn du irgendwo einen Namen hast, Alter, du weißt ja selber, du kriegst so schnell die Informationen. Weil die Leute sind ja auch bereit zu... Die Leute sind ja auch dumm und auch bereit zu reden, ne? Ja. Naja, allein bei einer Geiselnahme weißt du doch schon meistens, während eine Geiselnahme läuft, wer die macht. So, irgendjemand erzählt es auch, kommt dann vorbei und sagt, die und die machen gerade eine Geiselnahme. So. Ja, nee. Wir haben letztes Mal mit Frank geredet an dem Metro. Der, ich glaube nicht mehr, dass das aktiv Kiez ist. Der hat nämlich gesagt... Was hat der nochmal gesagt, Mila? Irgendwann mit dem Handy. Der hat irgendwie so eine Andeutung gemacht wie, ich mach das nicht mehr, ich hab nur mein Handy in der Hand oder so. So von wegen, ich mach das nicht mehr oder ich bin nicht mehr aktiv dabei, aber ich mach einen Anruf und hab da trotzdem da alles unter Kontrolle. So. Ja, oder er plant das alles und ist nach außen einfach da, weißt du? Marionettenspieler. So, dass jeder denkt, okay, der hat nichts damit zu tun. Ja, der wird ist halt super bekannt wahrscheinlich, ne? Der wird sich halt wahrscheinlich zu so einer Zeit besser zeigen, weil sonst heißt es eh. Ja, war dabei. Aber im Prinzip kannst du trotzdem, alle Indizien führen immer darauf zurück. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass da noch nie welche erwischt wurden. Die ermittelnden FIB-Leute oder Cops oder whatever, die wissen ganz genau, wer da in der Branche tätig ist. Und das Schlimme ist, und das sage ich jetzt einer, der jetzt rehabilitiert ist, sag ich mal, oder resozialisiert, der keine illegalen Sachen mehr macht, du hast halt eigentlich komplette Narrenfreiheit. Weil dir passiert einfach gar nichts. Na klar, der Egon hat sich zum Beispiel vor ein paar Wochen, hatte ich eine Wette mit ihm am Laufen, da wusste ich, dass sie eine Geiselnahme machen. Da habe ich mit ihm gewettet, ob er geknastet wird oder nicht. Und er wurde nicht. Ich will mal kurz weg. Ja, jo. Ciao. Und dann hat er sich am nächsten Tag einfach gestellt. Ich bin ein Grinser, ja. Der konnte sich einfach stellen, weil, ja, ihn erwartet ja nichts. Er hat alles weggeschafft, was sie bekommen haben, und hat er sich gestellt. Gut war's. Kinder, Alter. Da ist der Fehler, wenn du genau weißt, okay, mein Anwalt oder so kann mich rausboxen, weil die so Katastrophe sind, Alter, und dich gar nicht verklagen können, dass du gar keine Angst mehr hast, weil Knastzeit oder Haftstrafe und ne, auch wie in anderen Bundesstaaten so Todesstrafe und so soll ja eigentlich, auch wenn das ja bewiesen ist, dass das nicht so viel bringt, soll er eigentlich vor Straftaten abschrecken. Aber hier, Alter, steht das. Hier gehst du in Knast, legst du schlafen, bist am nächsten Tag gut ausgeruht. Ja, true. Ja, sorry, der Waffendealer hat sich nie wieder bei uns gemeldet. Und das war letzten Dezember. So fast 7 Monate kam der nie wieder auf uns zu. Wir sollten einfach mal eine Fußfessel anbringen, Junge. Du wirst einfach mal 2 Tage lang beobachtet. Stimmt, das wäre übel wild, Alter. Ja, die sollten wir vielleicht mal damit anfangen, auch wenn das hart klingt, wenn du in einer kriminellen Organisation bist, so einen RICO-Gesetz einzuführen, dass du auch dafür belangt werden kannst, selbst wenn du nicht dabei bist, sondern einfach nur, weil du Teil der Organisation bist und die dir dann anfangen, Immobilien unterm Arsch wegzufinden oder Wertgegenstände. Weil das tut nämlich richtig weh. Habt ihr schon mal erlebt, dass die Cops irgendwo, an so kriminellen Hotspots irgendwo hingefahren sind und einfach mal eine Personenkontrolle gemacht haben? Also kontrolliert auf dem Highway würde ich schon. Nee, ich meine so zum Beispiel, keine Ahnung, es fahren 10 Streifenwagen einfach in die Hustlerhut und lass mal einmal alle an die Wand, einmal gucken, ob die was Illegales dabei haben und doch, das weiter. Machen die, glaube ich, schon. Das machen die? Ich glaube schon, aber ich glaube, die machen das nur, O'Brien hatte da mal irgendwas gesagt, ich glaube, das passiert aber nur, nachdem irgendwas passiert ist mit irgendwelchen Kollegen von, weißt du, ja, mit irgendwelchen... Ja, das ist halt das Problem, die machen halt immer nur so Gegenschläge, die zeigen halt nicht von sich aus, dass die Macker sind, die hier eigentlich das Zepter in der Hand haben sollten. Das hatten die nicht und das werden die auch nie haben. Weil die Leute auf der Straße einfach viel zu... Auch wenn das manchmal dumm rüberkommt, weil, ne, dass die dumm sind, die sind einfach zu schlau. Das ist ja so ein Katz-und-Maus-Spiel, aber das ist einfach zu schlau. Oder die sind zu schlecht, keine Ahnung, aber mich soll es nicht jucken, Alter. Ich hab damit ja eh nichts mehr Mut. Aber ich kenne Geschichten und ich weiß, dass da nie was kam. Und ich kenne auch Stories, dass denen Informationen gegeben wurden. Und selbst da ist nichts Großartiges passiert. Auf jeden Fall nicht das, was man mitbekommen hatte.
Wer weiß, vielleicht checkt er ja auch irgendwas hinter. Vielleicht gibt's da ja auch, weiß ich, 1, 2, 3, 4 Cops, die eine gute Position haben und sich ein goldenes Näschen damit verdienen, dass diese Informationen vielleicht einfach nur zu denen kommen und da dann im Papierkorb landen. Das kann vielleicht natürlich auch sein. Vielleicht ist da eben ein Cop so, der Multimillionär geworden ist. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Vitamin B, Vetternwirtschaft, die ganze Scheiße, Alter, das ist halt das Leben, so ist das. Stell dir doch mal vor, so keine Ahnung, so die Morell ist eigentlich Mitglied bei der Umerta und fängt einfach alles ab und kassiert ordentlich Geld dafür. Mila, damit so Regentropfen mit deiner Zunge. Ach, Mila. Boah, ich wollte schon wieder was sagen, Digga, ich lass einfach, Alter. Wo ist Tanja eigentlich schon, Junge? Der hat auch die Zunge draußen, aber der war nicht auf Taubenscheiße. Der hat Schmetterling gesehen, Junge, der rennt jetzt hinterher. Ja, wir müssen uns darüber den Kopf nicht zerbrechen. Also ich will eigentlich nur ein unbeschwertes Leben führen. Ja, und ab und zu mal irgendjemanden noch verklagen. Da habe ich gerade irgendwie wieder Bock drauf. Dafür bin ich zu dumm. Also ich glaube, wenn ich mich damit befassen würde, würde ich das auch hinkriegen. Aber da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich klär lieber Sachen so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich würde nicht den rechtlichen Weg gehen. Ich weiß genau, dass es genug Psychopathen hier gibt, die ein bisschen Geld verdienen wollen und denen langweilig ist. Den drückst du ein bisschen was in der Hand und dann klären die deine Probleme. Das ist gut. Weil jeder Mensch muss in seinem Leben irgendwann mal seinen Meister finden. Was kann er ja auch mal? Ich kann er ja mal? Ich kann er lassen? Was kann er? Ich kann er. Das bedeutet. Ich vermisse Erdnuss, aber der kommt doch bald wieder. Ich kann nur nochmal wiederholen, weil ich am Anfang vom Stream gesagt habe, da mit den Klamotten. Da stecke ich mit drin, da muss ich ein bisschen helfen. Ja. Und sobald das ein bisschen abgekühlt ist, wieder gibt es wieder EP mit Peanut auch. Mehr als mit Curtis, weil. Obwohl ich das gerade chillig finde. Mit, wo wir Autogramm gegen Unifigur getauscht haben. Stimmt. Ja, da war ja was. Ich habe gestern dem Tom das Autogramm gegeben und er hat es aufgegessen. Weil er es so schön fand. Aber Beatty hat mir Neues mitgebracht. Ehren-Beatty. Was habe ich gemacht? Du hast mir eine Autogrammkarte in deinen Arbeitsklamotten gelassen von Mila. Ja, aber der Charakter muss sich ja entwickeln, ne? Du hast die doch in die Mude gelegt. Immer auf dem gleichen Stand bleiben ist doch... Oh, sieht man doch bei also Curtis. Meine Autogrammkarte ist weg. Gib mir meine Autogrammkarte wieder. Stand da dein Name drauf? Und so fit ist der auch nicht. Beschissener Wichser. Wenn du nicht willst, dass dein Laden morgen unter flammenden Flammenflammen, die flammig sind, dann wärst du ein unehrenmann. Dann gibst du mir sofort dein Dreckel. Ja, von den Schutzgeld habe ich schon seit 6 Jahren nichts mehr gesehen, du Schweineschwanz. Und es gibt mir diese dreckelige Drecksmistvieh von Autogramm wieder, bevor ich dich hier vor allen Leuten deine Zähne schlucken lasse. So redet man eigentlich nicht mit dem Typen, der im Essen macht, ne? Aber ist okay, Beatty. Du stehst anscheinend da drauf. Ja, ist ein Brownie, komm runter. Wo ist mein Autogramm? Im Spind. Da, wo es hingehört. Sicher verwahrt. An eine Anabuk. Klar, aber nicht die Fitness, die da in der deutschen Bergkatze machen, gefährlich. Gestern. Ja, das ist Instinkt, Bruder. Die Schöne und das Biest gekocht. Hör auf jetzt! Was soll denn die immer mit deinem Rumgeschrei, du dumme mit deinem Mann! Also ich hab gestern die Schöne und das Biest geguckt und von Disney das und neu verfilmt von Disney und der war voll cool. Bist du fertig? Ja. Sammeln, ich habe letztes Mal WoW gestreamt einmal, aber ich bin absolut kein Fan davon. Gestern. Das stinkt gute Nacht, wir sehen uns morgen. Von Schöne. Komm, Mila, wir gehen ins Bett. Oh. Wir, haben auch Regentropfen zu Hause unter der Dusche. Wo ist denn der Dungeon, der verkiffte Penner? Ja, kannst du den mal anrufen? Oder soll der nach Hause laufen? Mir egal.
mir egal, ist nicht weit. Ich ruf ihn an. Ich ruf schon. Nicht, dass er hier abgeknallt wird in der Hütte. Das WoW ist halt echt nicht dran. Ja, dann soll er laufen. Danke, wo bist du? Ratatata. Junge, Alter. Jetzt sag nicht, du hast dem Cody im Garten geschissen, Alter. Nein, ich hab geguckt, ob da noch die Maulwürfe da. Maulwürfen. Nee, ja, genau. Ja, Maulwürfen. Was ist denn hier los? Achso, das ist der Jiggy. Ja, ja. Er steht allein im Regen, damit man seine Tränen nicht sehen kann. Da liegt einer. Was ist denn da los, Junge? Tranquilo. Was hast du mit der Frau da gemacht, Jiggy? Sag mal, wieso humpelst denn du? Hä, liegt die da, Digga? Die ist von der ersten Etage darunter gefasst. Das war die Schlange, Junge, die Schnelle. Der hat das gar nicht kommen sehen, Alter. Warum hast du den geschlagen? Ja, weil der humpelt hat. Von der ersten Etage? Boah, Bruder. Mal gucken, ob die überlebt. Hallo, leben sie noch? Ach, die Dame, hallo, hören Sie uns. Oh, die hat keinen Puls. Oh, das gehört nicht hier rum. Was hat der Jiggy mit ihnen gemacht? Muss mal die Polizei rufen. Trinkern sie zweimal, wenn da was... Ich glaube, wir müssen die... Mila, ruf mal Polizei. Hier ist irgendwas passiert, was ganz Schlimmes. Ruf da an. Ich glaube, der Jiggy wollte die Frau hier überfallen. Polizei. Was, der macht so nicht. Doch. Ich glaube, der wollte die Handtasche rauben. Ja. Und der ist Krankenwagen. Oh, die ist aber schnell. Hallo, hier liegt... Ja, die Jung. Hoch. Hier, Meister, hier. Kommen Sie schnell. Ah, Frau in Not, Frau und Kinder zuerst. Top, nee. Titanic hat er nicht geguckt. Oh. Ah, jetzt. Meister. Geht sie wieder besser, die Dame? Nicht so. Na komm, wir gehen mal zu Arzt. Hier, Herr Doktor, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Ich glaube, das war ein Raubüberfall. Moin, Meister. Ich glaube, der Herr auf dem Boden wollte die Frau überfallen. Ich glaube auch, das sah ganz genau so aus. Oh, es ist das wieder ein Zeichen Polizist sein. Geboren. Oh, hey, hallo. Willst du, sag mal? Warum hast du die Kitzel in ihrem Handrücken? Kannst du einfach anfassen und passieren hier, wo alle Leute... Maul, oh, Jiggy ist böse, Alter. Kannst froh sein, dass du wie die bist, Alter. Ja. Oh, hat er genau geweißt, wer will verlieren. Ja, okay, wenn der Arzt alles im Griff hat, dann hauen wir wieder ab von der Crime Scene hier. Besorg dir nächstes Mal Schlag, dann kannst du vielleicht eine Chance. Und Jiggy, der hat ein Nachspiel, wir sehen uns morgen. Du schläfst hier nicht meine Gangmitglieder, Junge, das sag ich dir aber. Ich bin hier der OG, der Raupe, Junge. Raupe. Damn. Bo. Nexa, vielen Millionen, tausend lieben Dank für 2014, wo die um die späte Uhrzeit noch. Mach's geiles SAP, mach weiter so und bleib so wie du bist. Ich bleib immer so wie ich bin, Bruder. Und tausend vielen Dank. Ich küsse dein Herz. Ich glaub, der war vielleicht ein bisschen böse, ne? Meinst du? Ich glaube, den Jiggy müssen wir mal im Auge behalten. Der geht mit seiner Freundin nicht gut um. Ja. Oh, da ruft mich. Oh, Brian, wir sind gerade Zeuge eines Dings geworden. Übergriff ist auf einer Frau. Der Jiggy vom Cody's Burger, Alter. Was passiert? Ich glaube, der schlägt seine Frau. Bye, have a beautiful time. Der Jiggy oder ist das eine Sie? Der Jiggy. Wir waren beim Cody und dem Pavillon, weil es geregnet hat. Dann wollten wir so abhauen und dann auf einmal in so einer dunklen Seitengasse liegt auf einmal eine Frau auf dem Boden verletzt. Und wer war die Frau? Da kennt er von dem die Freundin. Und der stand daneben. Dann hat der ein Brett vom Beatty bekommen, weil man schlägt keine Frauen. Dann kam schon der Mediziner. Das musst du im Auge behalten mit deiner Lupe. Das ist häusliche Gewalt. Ja, ich mach jetzt gerade Feierabend. Ich muss mir halt noch ein paar Sachen holen von euch. Was musst du holen? Ja, dann kommen wir noch. Ja, warte. Na, ich weiß ja nicht, wie lange du unterwegs bist. Rein. Okay, warte, ich setz kurz Mila ab. Ich brauch Mila auch. Ah, der braucht dich auch, Mila. Oh ja, okay. Ja, komm mal schnell. Turn around. Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wo kennt ihr das, wenn das so aufgehört hat zu regnen? Ja, und es voll nach Ehrenbruder riecht. Junge, leg auf. Hä, bist du hier unterwegs, oder was? Hä? Nein, ich bin mit Mila, Beatty und Danjo. Achso, hä, warum sagst du das? Ja, weil du nur am Telefon warst. Achso. Hä, das auf meinem Display hier.
Ja. Machst du feiern, Fischi? Okay, dann bis morgen. Viel Spaß bei den Nachtelf, Irokesen-Pornos. Hey Santa, dankeschön für 100 Bits, 1000 Dank auch. So, nice Feature, Digga. Deswegen siehst du, wenn du noch anrufen musst. Turn around. Ich hab wieder ein Overwhelming fucking. Ja, auch, auch. Ich hab das schon den ganzen Abend die ganze Zeit. Das ist verrückt. Den ganzen Abend, die ganze Zeit. Ja. So, Fayette-Katalog fertig, Frauenseite. Bietet auf, fertig, müssen wir morgen abchecken. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich morgen aus dem Haus komme, Alter. Weil ich habe, glaube ich, fürchterliche Bauchschmerzen. Wenn, wenn Jeff Girl so da sind, dann kann ich ja mit denen. Ja, ich habe Bieti hat jetzt noch eine Ausweiskarte für den Laden. Ich lasse die dem dann auch mal. Der wird wahrscheinlich, ne? Dann kannst du auch auf den zurückgreifen. Ja, sehr gut. Ich brauche halt wissen, welche. So, ich mach das gerne, ehrlich. Und ich bin jetzt aber. Die restliche Woche bin ich auch nur bis spätestens, allerspätestens 21 Uhr da. Ja, dann machen wir halt mal kurz so knackige 1-2 Stunden Sessions und dann. Ist das halt so. Okay, wann wollt ihr den Katalog online machen? Weiß ich nicht. Wir müssen erstmal durchchecken und freigeben und so. Das wird, denke ich mal, morgen Mittag irgendwann passieren. Wir stehen am Lager übrigens. Ja, ich bin schon hier. Auf der Route. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Mami, check, bring deine Boys to the yard. It's better than yours. Damn. Dope Lines, man, für ein Freestyle. Also gestern ein bisschen Ohrwurm von dem Lied. Fresh, fresh, fresh. Randall, dankeschön für den Restart im 20. Monat. Yo, was geht, Bruder? Und die spielt nur Zeit hier noch. Damn. Sicher, da kommt in nächster Zukunft noch was. Chat, ich lass euch gleich den wohlverdienten Schlaf. Keine Sorge. Oh, Tabasco Dude ist auch noch da. Dankeschön für 420 Bits erneut. Halt's Maul. Ach komm. Grüße. Grüße. Achtsam. Hallo. Hallo. Was willst du? Von dir brauche ich einmal LED in weiß, also die Schuhe in weiß mit roten LED. Schuhe in weiß mit roten LED. Hat das Lied irgendein. Achso, nee, doch nicht. Ich hasse dich dann, du Alter. Ich hasse mich auch selber, dass ich die ganze Zeit einen Ohrwurm habe, Mann. Ja? Lass mir den Song auf dem Ding ins Laden. Dann will ich was aus eigener Kasse zahlen. Ich will meine Cousine was schenken. Was hast denn du so ein bisschen feiner mäßig für Frauen? Boah, Bruder, wir haben so ein Sommerkleid, Alter. Nee, kein Kleid. Ich hab eher da an dieses Oberteil, was die anderen da schon getragen haben. Du meinst den. Ja, ja. Das Sweatdress eventuell sogar im Dienst tragen könnte. Mit Kleid im Dienst ist kacke. So was hier? Ja. Kannst du mir das einmal mit schwarzen Oberteil und einmal mit weißen geben? Genau, wenn du es hast, kann sich noch ein Trinkgeld. Zeige ich aber aus eigener Tasche. Schwarz. Oh, ups. Da, das sind die Sommerkleider, die sind mega fresh. Ja, mit Nick. Ja. Sind die nicht? Sieht aus wie Putzlappen. Und weiß, ja. Wie viel kosten die? Die kosten. Warte. 2,50. Warte noch. Die kosten. Intern im Unternehmen gibt es eine Modenschau. Okay, also 300, 325. Aber nicht außerhalb für andere. Ah, nee, warte mal. Und alle, die stehen aus der Dungeon, der nichts kostet. Also ich kann auch keinen Mathe, ne? Aber du kannst es auch nicht. Sind im Unternehmen drin. Ja, wie hast du gesagt, 150, ne? Mehr Tinkepädchen, go, go, go. Ach, scheiße. Was denn jetzt? Schon wieder kein Platz? Nee, ich hab. Lass mich drüber. Du kannst schon mal von jedem Hemd eins kaufen. Von jedem Hemd? Ja. Bist du besoffen, Alter? Ja. Warum das denn? Wo gehst du denn? Ich schenke die Fischer. Ich zahle das aus meiner Tasche, alles gut. Ach so. 50k pro Hemd, ne? Ja, alles gut. 13. Das schwarze brauche ich zweimal, da habe ich noch eine andere Bestellung. Boah, wohin damit? Hast du Dings auf? Oh, ja, warte, ich mach auf. Ne, Mila, gib mir mal die Sachen, bitte. 13. Merk dir nur, wie viel das jetzt waren. Zweimal. Wie hieß das? Wetter Chris.
300. Genau. Bei dem einen sind es nochmal 5%, also machst du 20.000, mach mal 320.000. Ich hab gar nichts gemacht. Bis 30. Dankeschön. Achso, ja. Ah, okay. Warte. $150 kostet das Kleid, ne? Und Sonnenbrille. Alles klar. Wo war ich jetzt? 20, ne? 20 war das letzte, was ich nicht gekauft habe. Ich hasse dich so sehr. Ich bin morgen aber auch erst gegen 21 Uhr da, so, ne? Das ist kacke. Was, wann, wo, wie? Wie viel Stück sind das denn, Junge? Ja, sag ich doch, voll viele. 13 hast du gesagt, ne? Ne, das sind mehr. Ja, ja, mach einfach 10, Digga. Alter, dude. Mach einfach 10 Stück. Ja, er will auf jeden Fall ein schwarzes und dunkelblau dabei haben. Ja, Bruder. Du hast jetzt. Ja. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Was will der haben? Schwarzes? So, bitteschön. Dunkelblau ist noch. Und dunkelblau ist. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon geholt hast. Ja, das muss ich kontrollieren jetzt. Mila. Ja, ja. Du hast bestimmt also die 3 und die 4 brauchen wir. Ich hab gleich noch mehr, aber von dir. Brauche ich noch von dir. Warte mal, 3 haben wir. Zähl nach, wie viel da drin sind, ne? Ich hab jetzt. Ja, das sind jetzt mehr. Ich hab jetzt in meinem Rucksack die 3 und die 4. Und 15 sind drin. Wie viel sind drin? 15. Ach, Digga, ja, gut, das ist too much, Alter. Okay, 14, 13, 12, 11. Nee. Oh mein Gott, also 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 11, tun wir das mit rein, tun wir das raus, tun wir das rein. Jetzt sind 10. Okay, und schwarz, aber blau ist auf jeden Fall dabei. Ja, das sind egal. Die, das ist die 3 und die 4. Okay, dann machen wir da kurz einmal eine Rechnung, machen wir 500.000. Haben wir das auch erledigt. Hab bezahlt, alles gut. Warte mal, guck du nur mal im Kofferraum. Ich habe aber noch mehr, ne? Jetzt kommt gleich das, ja, was ich Auto normale bin. Guck mal. Ist gar nicht voll, Digga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na doch, passt doch. Ja, sag ich doch. Ah ja. So, pass auf. Wahrscheinlich. Warte, ich muss das alles hier wieder im Karton werfen. Jetzt ist ja, was ist? Also, Curtis, ich brauche 2-mal Sonnenbrille Mann. 3-mal Sonnenbrille Mann, sehe ich gerade. Jo. Hast du? Ja. Dann brauche ich einmal die Travis Scott Jordans mit schwarzen Schnürsenkeln. Ich glaube, die gibt es nicht. Ah, keine schwarzen? Nein. Doch, da, ja, doch, oder? Ich wollte sagen, Alter. Ja. Dann einmal das Designer-Shirt mit dem Off-White-Kreuz hinten drauf.
auf Feuchtkreuz? Ja, ja. Das ist auch Feuchtschotter. Ach so, auf. Oh mein Gott. Ja, hier. Du bist wieder Last, ne? Ja. Genau, das einmal. Ja. Und dann brauche ich nochmal zweimal das Hemd in Schwarz. Mach schon mal den Mathefuchs. Haben wir. Ich rechne eben zusammen. All that she wants is another baby. 636.500. 636.500. Dann mach ich mal schnell einen Schuh. True. Dankeschön. Hast du Platz in deiner Tasche? Ja. Sonnenbrille dreimal, Jordans Designer-T-Shirt, zweimal Hemd. Oh, that she wants is not a baby. Okay. Hol mal die Zange. Was? Okay, dann habe ich alles. Muchas gracias. Okay, dann... Ihr seid raus für heute, ne? Ja, ich gehe auf jeden Fall. Okay, gut, ja, ich vertick die Sachen noch und so. Und dann. Vielleicht haben wir die 50 Millionen ja geschafft, weiß ich nicht. Oh, das ist ein riesiges also heute Ding. Heute war echt chillig, Alter. Warte mal, haben wir noch eine Regenjacke? Ist mir eingefallen. Ja, haben wir. Für wen? Für dich? Ja. Von Fila oder? Mantel. Ist das mit Kapuze oder ja, ohne? Sicher, Junge. In die Parka. Was hast du da für ein dickes Ding in der Hand? Ich wollte schon sagen. Boah. Genau, in die Parka ist wild. Das sieht ja wild aus. Die Dinger sind das. Ja, Mann. Der voll fresh. Was gibt's noch? Nur die zwei. Ja, dann gib mir die viele. Als nächstes Mal wieder Regen kommt. Die ist halt unnormal. Absolut. Das ist absolut meine Lieblingsjacke. Steht mir safe wieder nicht. So, ach, da warst du, Junge. Da steht wie im Jahr. Guck mal, Alter. Klar, sieht gut aus. Oh, Killer, okay. Alter. Ey, Bruder, gibst du mir den Holz dafür? Hose? Ja, dann klär das ab, Digga. Ich krieg dich irgendwann noch, wirst du sehen. Ich kann, ja, ich, von mir kann ich dir das nicht geben, weil sonst... Nein, das haben wir ja auch gar nicht im Sortiment, ich habe mit dem Fischer gequatscht. Stress. Okay, tschüss. Tschüss. Peace, Mann. Kuss. Hallo, Thai Nation, ihr wunderhübschen, süßen Menschen. Und ich küsse eure Herzen. Gizi, danke schön für, du bist aber am 9. noch. Und Thai, danke schön für den Host. Die kleinen Erdbeeren, aber ich gehe jetzt auch. Mein Chat pennt. Hier ist schon alles tot, das ist die Rentner-Treff. Into the sky. You sink. Chat, wo bleiben die Duplos, Alter? Wir lassen uns raiden. Ehrlich? Was ist da los? Wir waren echt mal 2017 mal anderer Hype hier. Oh, that you want is not a baby. Oh, that you want is not a baby. So, ab in eine Falle. Genug heute gearbeitet hier. Ich habe einen alten Pickel am großen Zeh. Ja, den werde ich gleich aussaugen. Okay. Geil, Alter. Mann, jetzt hör auf, du Dumme. Dann mach dein Gescheier. Ich kann nicht mehr. Shit, Alter. Mila, ich glaube, bei dir piept zu Kopf. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Wer ist denn hier eingezogen, Alter? Oder vielleicht umgezogen? Junge, Haus einfach $5,000 wert. Fuhrpark einfach 50 Millionen. Yeah, true, Alter. San Andreas schwimmt in Geld. Ja, Mann. Ich will lange. Wir sollten eigentlich auf alle Supersportfahrzeuge so eine Autosteuer drauf machen. Oh, von ja. 5.000 jede Stunde. Das wäre pro Auto, ne? Das ja, wär Killer, wow, Alter. Digga, Alter. Ah, Junge. Da musst du arbeiten. Okay, ihr steigt hier aus, haut rein. Abracadabra. Gut, man sieht sich, ne? Peace. Und wir pennen in unserem Haus. Ja. Oh, ich bin ganz zufrieden. Ja, du hast einen Fage. Ja, Caro. Ja, Caro.
Kannst du mir später meinen Rücken rasieren? Ja. Ja? Mit der Light-Mayonnaise oder mit dem überzuckerten Ketchup? Mit dem überzuckerten Ketchup. Okay. Dankeschön. Weißt du, die Heckenschere raus, meine Nasenhaare müssen wieder gestutzt werden. Ach, jetzt regnet's wieder? Ja, mach ich. Guck mich. Was machst du? Da ist eine Fensterscheibe zwischen dir und den Regentropfen. Danke. Ich frag mich jetzt nur die ganze Zeit, wie wir auf das Grundstück kommen, wenn ich da eine Mauer gebaut habe mit dem Auto. Da ist ja ein bisschen Parts, oder? Vielleicht können wir uns dazwischen dengeln. Oder du steckst in die Karre rein, ich mach Platz und dann fährst du rein. Ja, oder dies. Ja. Ich hab Hunger. Hunger? Ich nicht, ich hatte Suppe. Jetzt hört's aber auf! Mann! Entschuldigung. Immer dein Gescheier hier. Wenn es heute Nacht wiederkommt, dann schlafe ich im Wohnzimmer. Okay, steckst du den Cable Cat ein kurz? Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich so machen muss, Alter. Ehrlich nicht. Sonst habe ich mich immer darüber beschwert. Ich will Holz da. Ja. Wila. Bist du hin? Ich bin so froh, dass wir nicht mehr im Park wohnen. Keine Gangster mehr. Kein schlechter Ruf. Die Leute fangen an, uns zu mögen. Wir sind super nette Menschen. Ich bin wirklich nett sogar, ne? Ich bin auch voll nett. Guck mal, von hier, alle unsere Nachbarn sehen uns. Sie denken zwar, was sind das für Asoziale, aber... Fickt euch, ihr Loser! Ja, fickt euch. Jetzt sind alle wach. Gute Nacht! Ja, gute Nacht. Ja. Auch. Auch, auch, auch. Auch. Auch, 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 auch. Aufwachen! Dexus geht offline, ne? Macht Dexus Schluss? Gehst du off? Macht der schon ein Ende? Erstmal Streamsnipen. Ja, dann. Ich schade, dass du mit deinem Leben noch 1000 Jahre lebst. Ich schwöre bei Gott, ich hoffe auch. Ich hoffe für euch alle. Ja. Was soll ich sagen? Typische Curtis, chillige Curtis-Runde. Ich bedanke mich recht herzlich für den ganzen Support, für alles. Ich wünsche euch alles Glück der Welt und alle Gesundheit der Welt. Dankeschön für heute. Dienstag, Mittwoch ist frei. Die nächsten zwei Tage ist frei. Und Donnerstag immer optional, wenn da irgendwas zu klären gibt oder so, ich irgendwas zu tun habe. Damit ihr Bescheid wisst. Vielleicht wird aber morgen eine kleine Überraschung kommen für einige. Aber ich sag nicht was. Werdet ihr dann sehen.
Und wenn ihr mich so morgen kurz im RP seht, ist das nicht, weil ich Bock habe, RP zu spielen, sondern weil ich da helfen will wegen dem Katalog, also nicht sauer sein. Danke! Wunderschöne gute Nacht und erholsame Nacht. Bleibt alle gesund und wir sehen uns am Donnerstag spätestens und vor dem Freitag wieder. Gute Nacht. Gute Nacht. Küsschen und danke. Tschüss!